Nintendo 64. Nintendo. Hell. Jack and Beans. Und damit starten wir mit Let's Show! Pokémon Snap auf der Wii U Virtual Console. Eigentlich erschienen für den Nintendo 64 im Jahre 2000 und entwickelt von Hell Laboratory. Die sind vor allem bekannt für Kirby, aber auch Super Smash Bros. Pokémon Snap ist so ziemlich einer der seltsamsten Pokémon-Titel, aber gleichzeitig auch einer der beliebtesten. Nicht zuletzt kommt deshalb dieses Jahr auf der Switch ein neuer Teil. Ich habe das Original noch nie gespielt und auch noch nie den Hype verstanden. Aber ich habe total Bock auf den neuen Teil, weil der so unglaublich geil aussieht und mich schon irgendwie gecatcht hat. Deshalb schauen wir uns jetzt im Stream, wenn möglich, das ganze Spiel an, weil wirklich lang soll es nicht sein. Ich habe mal geguckt, man kann das in 1,5 Stunden durchspielen. Ich bin sehr gespannt. Das Intro war auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Allein die Sequenz, wo Mew das allererste Mal auftauchte und dann wieder Kameramann, wahrscheinlich unser Spieler, unser Charakter, reagiert hat, war sehr nice. Aber ich bin mir auch dessen sicher, dass ich wahrscheinlich nicht gut abschneiden werde, weil das ist halt ein Rail-Shooter. Du musst wissen, wann du was machen musst, um die perfekten Highscores zu erzielen. Da das hier komplett blind sein wird, erwartet bitte nicht zu viel. Und Digga, hör auf, jetzt hier zum zweiten Mal die Intro-Sequenz losspielen zu lassen. Ich muss doch ein bisschen reden hier als Let's Player, meine Güte. Es ist auf Englisch, ich weiß nicht genau warum. Anscheinend bietet Nintendo nur englische Versionen in ihrem eShop an. Das ist auch mal wieder besonders faul. Aber ja, man kennt es. Gezahlt habe ich 10 Euro. Schande über dein Haupt. Ach ja, ich weiß, es gibt super heftige Hardcore-Fans von Pokémon Snap. Ich versuche jetzt rauszufinden, warum. Ich nenne mich mal nur DT für Domtendo. Es geht schneller. Und wir schauen mal rein. Was ich schon mal ganz geil finde, ist, dass Professor Eich hier in seinem Anime-Stil uns begrüßt. Story gibt's nicht großartig viel, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass es auf Englisch ist. Ich werde es versuchen, sinngemäß so schnell wie möglich zu übersetzen. Das muss nicht immer zu 100% passen. Ja, Hauptsache, wir verstehen es so einigermaßen. In 100% schafft man das Spiel in 3 bis 4 Stunden vielleicht. Okay, das ist nicht mein Ziel. Ich will es wirklich nur einmal durchzocken so. Und das soll wohl in 1,5 Stunden möglich sein. Also los. Ja moin, servus moin, Domtendo. Ich bin Professor Eich, der Pokémon-Professor. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist dieser Pokémon-Report. Ich möchte, dass du dir diese Pokémon für den Pokémon-Report mal anschaust. Also, du sollst da Bilder machen, bitte. Hier, auf diesem Pokémon-Island, gibt's viele wilde Pokémon überall. Und das ist meine neueste Erfindung. Der Zero One. Du kannst ihn mitnehmen auf deinem Trip. Der Zero One bewegt sich konstant nach vorne, bis zum Ziel. Soll ich das nochmal erklären? Nein. Alter, das hätte ich jetzt 2021 erwartet, aber nicht 21 Jahre früher. Oh Gott. Nein, ich hab's verstanden, Bruder. Ja, gut. Ich werde dir erklären, wie du die Bilder machst im ersten Kurs. Ich zähle auf dich, Domtendo. Jo, und ich zähle auf euch, Leute. Wenn ihr Bock habt auf dieses Let's Show, dann helft meinem Channel
nicht weiter abzustürzen, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Also zumindest in der Theorie, selbst mit Glocke, ist das nicht mal möglich. Aber hey, wir wollen ja alle Möglichkeiten ausschöpfen, die es so gibt. Und ich danke Jonas Söllner für die Mitgliedschaft. Willkommen. Klefto lässt noch zwei Münzen da. Also mein Video Gamepad ist noch mehr verstaubt. Ja, das glaube ich. Ich habe das im ersten Moment hochgenommen und da ist erstmal ein halber Kilo runtergefallen. Das, was du da gesehen hast vorhin, das war wirklich nur noch das Überbleibsel. Dann, Andy und Bubble Wayne, danke euch beiden auch für die Mitgliedschaft. Sind beide neu am Start. Kuss, Kuss geht raus. JJ mit 25 Münzen gleich am Rausballern. Viel zu übertrieben. Hi Dom, ich wollte dir ein kleines Dankeschön da lassen. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Ja, viel Spaß mit dem Stream und danke dir für den Support. Karte noch mit dem Fünfer. Moin, bin seit langem auch mal wieder am Start. Wunderschönen Abend. Ja, dir auch. Und Pokes so. 5 Münzen. Hab mal eine Frage zu... Ja, das war's komplett. Wir gehen zum Beach. Der Strand. Ui, was ein schöner sonniger Strand. Es sieht so geil aus. Hier sollte es heftige Bildermöglichkeiten geben. Sollen wir da hingehen? Ja. Also ich habe, wie gesagt, kurz so ein paar Sekunden gespielt auf diesem Beach, um die Steuerung kennenzulernen. Das Problem ist, das Ding ist invertiert. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Hätte ich vielleicht mal schauen sollen, ob man das bei den Optionen umstellen kann. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, ne? 1000 Likes, bevor das Spiel beginnt? Was? Okay, Pokémon Snap ist ja wirklich gehypt. Alter, wir machen nur noch Pokémon Snap. Wenn ich das jetzt durchgespielt habe, dann kommt danach sofort ein 100% Let's Play. Und dann nochmal und nochmal. Und dazwischen Mario, dann läuft's wieder. Ja. Mit Z anvisieren. Dann A, um ein Bild zu machen. Genau. Und man muss darauf achten, dass die Pokémon immer in der Mitte sind und dieser rote Punkt in diesem Pokéball auf die Pokémon im Face am besten... Ja, moin! Am besten von vorne drauf zeigt. Weil nur dann sind die Bilder gut, glaube ich. Also das habe ich halt mitbekommen von anderen Videos und Streams. Hier der gute Laune-Tim ist ja, glaube ich, auch im Stream, habe ich vorhin gesehen. Ist ein großer Fan. Da habe ich mir ein bisschen was angeschaut zu... Oh, Bruder. Oh, ich treffe dich ja noch nicht mal. Dreh dich um. Aber kann man nicht eigentlich noch Äpfel werfen? War da nicht was? Oder schaltet man das erst später frei? Das kann schon sein. Und ich glaube, auch wenn mehrere Pokémon derselben Art auf einem Bild sind, so wie hier, dann gibt das nochmal mehr Punkte. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ihr könnt ja die Landschaft genießen, während ich versuche, einigermaßen coole Instagram-Bilder zusammenzustellen. So, aber wir haben wohl auch ein Limit, weil da oben steht 41. Das heißt, ich habe noch 41 Shots. Danach ist die Kamera für den Arsch. Oh! Oh, das war geil! Das Foto gibt mit Sicherheit 10.000 Punkte. Alter! Oh, was ist das? Was ist das? Da ist irgendein wildes Pokémon. Aber das ist genau das, was ich meinte. Oh, Lapras! Das ist genau das, was ich meinte. Du musst halt wirklich wissen, wo was ist. Und das kannst du natürlich beim ersten Mal spielen gar nicht wissen, ne? Aber ja, wir versuchen einfach mal was einigermaßen Ansehnliches auf die Beine zu stellen und gucken dann mal, was Professor Eich dazu sagt. Ich kann leider aber auch immer erst nach den Runden in den Chat schauen, weil ich muss mich hier halt komplett konzentrieren, ne? Weil ihr vielleicht verstehen könnt. Boah, wo kommt denn dieses Dodo schon wieder her? War das die ganze Zeit im Busch, oder? Jo, und dann hier auch noch Mauzi und Taubsi. Die schon von Anfang an versuchen, irgendwie Schabernack zu treiben. Ja, aber das habe ich total versaut. Das musst du halt vorher wissen. Oh, ein Kangama! Aber wie bringe ich denn das jetzt dazu, dass es sich umdreht? Was macht der da? Okay, springt in die Luft. Hallo, Kangama! Bringt das mehr Punkte, wenn er in der Luft ist? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, moin. Erstmal den Arsch fotografieren. Das wird safe gebannt auf Insta. Ja, moin. Oh, was passiert hier? Lol, die besiegen den. Die haben den irgendwie mit Windstoß besiegt oder so. Oh, und da ist das Ziel. Ich werde mir jetzt gleich dazu durchlesen, was ihr so dazu sagt. Also, was meint ihr? Wie schlecht war ich? Und ihr dürft mich gerne auch bei den Fotos beraten, weil jetzt muss man nämlich die Bilder, die man geschossen hat, rauspicken, die besten, und sie Eich vorlegen.
Und dann wird er sie bewerten. Aber das ist leider ein bisschen buggy. Ich meine, ja, das Game ist halt auch schon sehr alt, ne? Das Foto gibt mit Sicherheit 10.000 Punkte, lol. War das zu viel? Na, ich bin mal gespannt. Also 49 haben wir geschossen, das ist eine Menge. Jetzt sind wir hier in dem Auswahlscreen. Hier müssen wir jetzt die besten Fotos raussuchen. Ich glaube, es ist aber auch nach Pokémon geordnet, ne? Oder? Doch. Also wir haben 12 Taubsi-Fotos. Oh, die sehen aber übelst unscharf aus. Ist aber normal. Ja, wir nehmen das hier, oder? Schlecht genug. Das war der einzige Grund, warum ich mir damals ein N64 gekauft habe. Was zur Hölle ist denn los? Warum wird das so heftig gehypt, Alter? 1000 Punkte auf Taubsis Arsch. Ich fand's sehr gut eigentlich. Für den ersten Run war das in Ordnung. Das erste Mal war's gut. 6 von 10. Very good. Ja, okay, damit kann ich leben. Schade, kein X beim Taubsi. Achso, wegen dem Arsch. Jetzt müssen wir uns halt für ein Foto entscheiden, ne? Ich weiß nicht, die sehen eigentlich alle nach Dreck aus. Aber ich würde dann doch eins nehmen, wo es von vorne zu sehen ist. Also eigentlich das hier. Aber das gibt Safe-Punktabzug, weil da ein zweites so zu einem Drittel drin ist in dem Bild. Aber sonst habe ich halt wirklich nur Abfall. Haben die denn wirklich kein einziges Mal in die Kamera geguckt, außer am Anfang? Oder soll ich das nehmen? Nee, das hat eine coolere Pose. Das spielt nämlich auch eine Rolle. Die Pose und die Größe spielt auch eine Rolle. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Genau. Dann haben wir 6 Dodo-Picks. Mach eins rein, wo sie eine Attacke einsetzen. Ah, das können wir vielleicht bei dem Mauzi kombinieren. Mal schauen. Ey, da könnt ihr nichts sagen. Das Dodo-Bild ist übelst geil. Wenn das keine 5000 Likes bekommt, weiß ich auch nicht. Die anderen sind nicht so gut. Aber das hier ist so schön, wie es da am Strand spaziert. Oh. Moment, kann man eigentlich auch irgendwie zoomen? Ich konnte ja nur mit Z anvisieren und dann schießen. Mehr war ja nicht drin. Man muss doch auch irgendwie noch zoomen können, damit die Pokémon größer auf dem Bild sind. Attacke gibt extra Punkte. Das mit den 2 Taubsis hättest du nehmen müssen. Ja, aber die schauen ja nicht frontal drauf. Nimm das erste Taubsi-Foto. Habe ich ja, oder? Nee, das dritte. Aber bei dem ersten schaut es seitlich. Ich bin mir ganz sicher, dass es eigentlich, dass man das Gesicht sehen muss. Ich würde jetzt das probieren wollen hier tatsächlich. Dann haben wir 9 Bilder von Smetbo. Das hier ist gar nicht mal so schlecht. Oh, aber hier sind 2 drauf und es sieht auch richtig gut aus. Vor allem sind sie da in der Mitte. Das ist zwar übelst groß, das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, mehrere Pokémon derselben Art auf einem Bild sollen wohl mehr Punkte geben. Und die sind beide relativ mittig. Ich bin mir sicher, das würde er fühlen. Das fühle ich ja sogar selber. Voll süß, ja. Pokémon sind schlechte Models, kriegen alle kein Foto in der nächsten Runde. Ja, die Heidi ist gerade nicht da. Moment, warum zählen denn die... Hä, wieso zählen denn die Relaxo-Fotos nicht? Die waren alle ausgegraut. Und dieses Pikachu sieht so aus, als wäre es gerade erst aufgestanden. Aber, ja, ganz nice eigentlich. Aber wieso darf ich denn das Relaxo hier nicht nehmen? Ach, weil man es nicht erkennt? Zoomen geht nicht. Größe und Position sind verdammt wichtig. Hä, aber warum kann man dann nicht zoomen? Weil ich meine, da war ja nicht mehr machbar. Ey, aber wenn das keine 5 Millionen Punkte gibt, weiß ich nicht. Aber wir hatten jetzt auch noch das mit dem Kampf. Da bin ich jetzt echt überfragt. Was ist besser? Diese Kampfszene hier? Zumal da auch 3 Pokémon auf dem Bild, also auf dem hier zumindest. Da sind 3 Pokémon drauf. Oder das. Ich würde gerne beides picken, aber das geht nicht. Das Relaxo muss stehen. Ja, und wie bringe ich es dazu?
Das ist ja einfach nur liegen geblieben, da kann ich ja nichts für. Hier bin ich gerade übelst unsicher, was ich nehmen soll. Ich glaube, ich gucke erstmal woanders und warte auf den Chat. Wobei, war das schon das letzte? Haben wir damit alle Pokémon durch? Nee, Quatsch, Kangama fehlt noch. Also da würde ich... Das sieht einfach nur fett aus. Das ist geil, oder? Da ist richtig schön in der Luft. Und mach so einen mega nice Jump. Ja, und jetzt muss ich mich bei Mauzi entscheiden. Nimm die Grimasse. Allein wegen dem Face Grimasse, das einzelne Mauzi. Du musst Mauzi helfen. Hä, WTF? Kreisch Mauzi, das zweite. Moment, also das zweite, damit meint ihr aber dann schon das hier, ne? Kampf. Viele Dinge schaltest du erst frei. Ach so, lol. Ja, moin. Okay, Masse auf alle Fälle. Ah, das Ding ist, der Chat ist auch zweigeteilt. Du hast Lapras vergessen. Hä, stimmt, wo ist das Lapras hin? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Ach so, ich habe ja nur dieses eine Foto. Okay, sorry, aber danke. Grimasse. Ja, es ist fast 50-50, aber wir nehmen die Grimasse, weil ich glaube, Grimasse ist teilweise etwas mehr gebotet hier gerade. Okay, auf eure Verantwortung, ja? Ihr habt die Ahnung, ich spiele das hier zum ersten Mal. So, Nimiro, der ist ein Ehrengönner. Danke dir für 90 Münzen, was viel zu viel ist, aber King, Kuss und danke, dass du immer bei den Streams dabei bist und supportest ohne Ende. Holy fuck, geiler Name und willkommen als Mitglied. Gerrit Kriet, lässt zwei Münzen da. Save the Channel. Ja, das wäre super. Müssen wir eine Organisation für aufmachen. Glitch Hunter, auch als neues Mitglied am Start. Pokesoso, zwei Münzen. Übrigens gucke ich die schon seit ich 6 bin. Das ist ehrenwert. Raphael Stefan, danke für den 5er. Was machst du eigentlich, wenn Corona vorbei ist? Verreisen. Und in Restaurants gehen, würde ich mal sagen. Also, was sagt denn Professor euch zu diesen Picks? Jetzt bin ich echt gespannt, Alter. Das hast du mir Schönes gebracht. Lass mal sehen. Das ist ein Taubsi. Wie groß ist es? 310 Punkte. Na, geht so. Ja, Bruder, ging nicht besser. Was ist mit seiner Pose? Die ist total cool. Wenn er da jetzt rumheult, dann hat der Typ keine Ahnung. Hey, was willst du? Er gibt mir zwar doppelt so viele Punkte wie vorher, aber das war doch geil. Hallo, das hat so seine Flügel ausgebreitet. Man sieht es so seitlich. Besser kannst du das Bild nicht machen. Wie war die Technik? Hey, was heißt denn Technik? Ach so, okay, da geht es jetzt um die Position. Es ist in der Mitte. Das fühlt er. Er gibt mir also doppelte Punkte. Naja, okay, für den Anfang in Ordnung. LOL! Und das andere Taubsi, was dann noch so minimalistisch auf dem Bild ist, zählt noch und gibt mir auch Punkte. Ja gut, 20. Da hätte ich dann auch drauf kacken können. Aber ja, anscheinend fühlt er das erste Bild schon mal. 2100. Dann das Pikachu, ist ganz süß, finde ich. Hätte größer sein können, aber ich kann ja nicht zoomen. Deswegen, ja, was soll ich machen? Aber gut, RGE hat vorhin auch geschrieben, man schaltet einige Features erst später frei. Vielleicht, oh, vielleicht gehört da auch Zoomen noch dazu, ich weiß es nicht. Aber für die Position kriegen wir 1000. Ist das das Beste, was man kriegen kann? Und die Technik? Er ist in der Mitte, was willst du? Komm. Gönn. Ja, okay. Ich glaube, wenn die Technik passt, dann verdoppelt er immer. Also 2600. Dann Dodu. Das ist wunderschön, aber ich habe im Gefühl, er wird es nicht so feiern. Ja, relativ klein. Doch, die Pose feiert er. Okay, da sind wir ein Herz und eine Seele. Und die Technik? Ja, okay, es ist... Also... Klar, es ist nicht ganz in der Mitte, aber das waren einige der vorherigen Fotos auch nicht. Und hier bemängelt er es jetzt, oder was? Als ob! Er gönnt einfach nicht. Ey, aber da will ich jetzt 3000 Punkte Minimum. Ja, gut. Also,
Das zweite hat sich jetzt schon noch bezahlt gemacht, aber mit 2-3 bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Das war so ein schönes Pick. Wie kann man das nicht fühlen? Jetzt bin ich mega gespannt. Das Mauzi. Das ist doch groß auf dem Bild. Was mache ich denn falsch? Ich warte seit 10 Jahren auf den Stream. Natürlich bin ich hier. Okay. Also das mit Größe verstehe ich wirklich nicht. Hose gibt einen Taui. Technik. Es ist in der Mitte. Okay, Double. Er hat jetzt die Grimasse nicht wirklich bewertet, aber okay. Hat auf jeden Fall gute Punkte gegeben. Lapras ist natürlich relativ klein, ja. Kann ich aber auch nicht ändern. 710 Punkte für das Kangama. Hä? Wieso flennt er denn wegen der Pose rum? Das ist doch mega nice, wie der da gerade am Jumpen ist. Yo, weil ich es von hinten fotografiert habe. Ja, sorry, es hat sich nicht umgedreht. Ich check das nicht. Ich check das Spiel nicht, Lul. Aber okay, fürs erste 12.000 Punkte. Das war ja auch irgendwo noch ein Tutorial ran und man soll ja einiges noch freischalten. Vielleicht geht's ja nicht besser. Ich denke, wir können fürs Erste damit leben. Niklas, danke dir für die Mitgliedschaft. Willkommen. Und Bio Brause. Lecker, lecker. Danke für die Münze. Ich habe mir die Fotos angesehen, die du gemacht hast. Und ich habe sie im Pokémon Report gespeichert. Ich werde dir helfen, wenn du mir mehr Pokémon bringst. Viel Glück dabei. Und ich habe es so arrangiert, dass du dir das auch jederzeit im Pokémon Report anschauen kannst. Also, 7 Pokémon-Arten fotografiert und wir haben 12.240 Punkte. Es muss halt von hinten, es muss halt von vorne reinschauen. Ja, aber, das war ja nicht machbar. Naja. Wir gucken mal, was passiert. Domtendo, du kannst zum nächsten Kurs gehen. Hier ist ein Kraftwerk? Powerplant? Auf jeden Fall Energie, irgendwas in der Art. In diesem langen, dunklen Tunnel. Ich kann es kaum erwarten, bis du dir das mal anschaust. Ich auch nicht. Also, sollen wir direkt weitermachen, ja? Evoli hast du vergessen? What? Wo war da ein Evoli? Yes. Hast schon alles richtig gemacht, besser geht's nicht. Am Anfang schon salzig. ja, schon. Achso, du musst... Oh, ich bin so ein Idiot. Man kann natürlich kein Bild machen, wenn man nicht Z gedrückt hat. Okay. Ich hoffe, wir bekommen später noch eine Chance, ein besseres Pikachu zu bekommen. Oh, hier müssen wir jetzt gucken, dass vielleicht alle drei irgendwie auf dem Bild sind. Oh, oder die Explosion, die Explosion. War es jetzt zu spät? Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Explosion eingefangen habe. Das hätte mit Sicherheit noch Bonuspunkte gegeben. Oder komm, wir machen jetzt, wir machen einen Retry. Wenn am Anfang schon alles stinkt, dann wäre ich dafür, dass wir kurz Retry machen. Komm. Gönnt mir. Also, Pika. Bleib doch mal stehen! Oha! Oha! Wie geil ist das denn? Und jetzt explodier, explodier! LOL. Ja, moin. Jetzt habe ich aber das Electek nicht von vorne, ne? Das ist natürlich auch ein Nachteil. Ja, man muss sich auch ab und zu ein bisschen entscheiden. Wobei, dreht er sich nochmal um? Was ist mit dem Kokuna hier? Das habe ich jetzt zumindest mal von der Seite. Oh, der explodiert ja auch. LOL, hat er einfach mal besiegt. Aber hier weiß ich jetzt überhaupt nicht, für welche Fotos ich mich entscheiden soll. Okay, das ist viel, viel schwieriger. Aber man braucht ja im Prinzip nur von jedem Pokémon ein perfektes Bild. Was ist das für ein Ei? Hä? Und was ist das? Ist das ein Pokémon?
keinen Plan, Alter. Wo ist das denn? Ich hab's, aber ich weiß nicht, was es ist. Ey, nach dem ersten Kurs habe ich gedacht, ich habe das Spiel so einigermaßen verstanden. Jetzt gerade frage ich mich, wohin soll das führen? Dreh dich um! Hallo? Der mag nicht. Oh, ein Dicta! Dicta und Pikachu! Das Bild war, glaube ich, gut. Wie viele Shots habe ich noch? 27, okay. Das Ding ist halt, ich weiß auch nicht, wie lang diese Kurse sind. Es gibt ja keine Map. Das siehst du nicht. Drehen sich diese Elektrik wirklich nicht um? Oha. Also wir können es ja so machen, dass wir am Anfang eines Kurses so, wenn die ersten 20% verschissen sind, einen Restart machen können, aber danach muss ich durchziehen. Okay, hier müssen wir unbedingt alle drei auf ein cooles Bild bringen. Aber man sieht die Gesichter nicht, das ist doch mit Sicherheit negativ. Oder? Hallo? Hä? Macht der noch eine Explosion hier? Ich bin völlig verwirrt. Moment mal, die... Wenn ich nicht anvisiere, dann sieht man sie. Aber wenn ich meine Kamera zücke, dann nicht. Ja, aber wie soll ich sie denn dann fotografieren? Weil ich kann... Aus dieser Sicht kann ich nicht fotografieren. Es geht nicht. Die Kugeln waren Nebulak. Oh, das könnte sein, ja. Brauchst Äpfel. Ja, und wann bekomme ich die endlich? Irgendwie ist das Spiel seltsam strukturiert, weil wenn du die Hälfte der Pokémon nicht fotografieren kannst, dann verfehlt das doch irgendwie seinen Sinn, oder? Aber gut, wir werden trotzdem mal picken. Vielleicht haben wir ja ein paar geile Dinger dabei. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wobei das... Oh. Noch heftiger wäre es natürlich, wenn du das Gesicht von dem Elektroball noch sehen würdest. Aber dafür muss das Timing halt absolut abnormal sein. Die Explosion ist auch cool, aber wir nehmen safe das hier. Und dann noch das einzelne Pikachu. Das hier finde ich halt süß. Das finde ich süß. Hier sieht man es gut. Aber das ist süßer, oder? Das müsste doch theoretisch mehr Punkte geben. Brauchst auf jeden Fall Items. Die Äpfel kriegst du jetzt! Okay, Gott sei Dank. Oh, jetzt sieht man, es war kein Nebulak, es war ein Alpollo. Oh, und das Bild ist geil. Das ist perfekt! Oder das hier. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das... Ich würde das nehmen, weil das ist auch perfekt in der Mitte. Oh mein Gott. Dann halt, ja. Electek. Dann nehmen wir, würde ich sagen, das hier. Da ist es besiegt und es ist noch ein Elektroball drauf. Ich glaube, das ist trotzdem besser als nur Electek von hinten. Auf was für einem Toaster spielst du? View. Ja, ein seitliches Kokuna geht natürlich auch besser, ist klar. Aber da war so viel los auf dem Screen, holy shit. Warte, was ist das hier? Dick da. Oh, da ist sogar das Nebu, das Alpollo noch drauf. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nochmal heftige Bonuspunkte bringt. Wir werden es gleich rausfinden. Aber die Runde war ja sau schwierig. Ich glaube, wir haben alles. Nur bei der Explosion bin ich nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht die noch hätten nehmen sollen. 1000 Fotos knipsen, wo ein perfektes drunter ist. Jeder Instagrammer kennt es. Da, ja, ja. Ist halt wirklich so. Ähm,
FN Brothers, danke dir für die Mitgliedschaft und Heilung auch. Heilung sogar Ehrenmitglied. Kuss, Kuss, danke dir. Kann das sein, dass Handys 2021 mehr Leistung haben als die Wii U? Das war auch schon damals so. Okay, jetzt ziehen wir uns den Real Talk rein. Yes. Bin noch gespannter als beim ersten Mal. Vor allem wegen dem Bild. Das muss er hypen, komm. 600 Punkte für die Größe. Also viel größer kann ich es nicht machen. Was erwartet er? Soll ich 4K-Fotos schießen? Okay, dann gib mir aber auch eine entsprechende fucking Kamera ab, Digga. Versteh den Jungen nicht. Oh, und weil es rollt, gibt es 500 Punkte. Ist das jetzt mehr als beim letzten Mal? Nee, oder? Oder doch? Nee, ist es nicht. Naja, aber 2200 ist okay. Ist okay. Aber er hat es jetzt leider nicht besonders gefühlt, dass es da auf dem Elektroball war. Ich schätze, wenn du beide Gesichter hast, dann hypt er es unnormal. Ja, das Foto war natürlich nicht so geil. Also da gibt es vielleicht 200 Punkte oder so. 400, echt? Was, das zählt sogar? Ich dachte, er würde jetzt nur sagen, ja, Kuna, okay, tschüss. Wonderful. Hä? Wie kann das denn nahezu dieselbe Punktanzahl oder sogar mehr, ich weiß es gerade nicht, haben als das Pikachu auf dem Elektroball? Wo ist da denn der Sinn? Nee, also das Punktesystem, das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Das ist ja lächerlich. Besiegtes Electric. 300. LOL! Es gibt... es gibt halt wirklich 800 Punkte, weil es besiegt ist. Aber das Elektroball ignoriert er. Naja, aber okay. 2200. Das Pikachu. Was? Oh, wir sehen da jetzt sogar einen direkten Vergleich zwischen den beiden Bildern. Okay, das ist geil gemacht. Hä? Alles klar. Der will also keine süßen Posen sehen, sondern einfach nur die Fressen. In einem neutralen Stil. Alles klar, Professor Eich, alles klar. Dass das weniger Punkte kriegt als das andere, ist fühle ich gar nicht. Jetzt sagt er sogar, ey, das letzte Foto war aber besser. Ja, deiner Meinung nach. Klar, das sieht jetzt hier in der Miniform auch kacke aus, aber ihr habt gesehen, wie süß es so geschaut hat, so seitlich. Das ist sau nice. Und will er mir jetzt auch das Alpollo-Matic machen? 600. Also bei der Größe weiß ich wirklich nicht, was ich tun soll. Hose 800, ja, okay. Und in der Mitte. Nee, das feiert er. Okay, da sind wir uns jetzt wenigstens mal wieder einig. 2,8 schmeckt. Ja, gut. Dicta ist natürlich viel zu klein. Ich war da zu weit weg. Aber es sind drei Pokémon auf dem Bild. Und das Alpollo sieht super cool integriert aus. Was willst du, hä? You were close. What? Das hat er komplett abgeschmettert. Was ist das für ein Banause? Ich blockiere den auf Insta. Süß sein ist egal. Ja, das stelle ich auch gerade fest. Bin ich sehr, sehr enttäuscht von Professor Eich. Sehr, sehr enttäuscht. Das mit dem Dicta-Foto. Ziemlich traurig. Ich kann es verstehen, dass es zu klein war, aber die drei Pokémon haben ein schönes Gesamtbild ergeben. Kann mir keiner was anderes erzählen. Du musst Dicta oft genug fotografieren, dann erscheint was. Im Ernst? Man kann Sachen triggern, wenn man etwas... Ach, deswegen ist das Pikachu auch auf das Elektroball gesprungen, oder wie? Weil das war ja vor dem Reset auch nicht so. Ja, moin. Dann muss man auch noch wissen, welche Pokémon man mehrfach fotografieren muss, um irgendwas zu triggern. Was ist das, Alter?
12k, lol. Ich schätze mal, es ist wenig. Aber bedenkt, wir haben noch keine Äpfel gehabt. Evolution, danke für den 10er. Hey, Domi, endlich. Das Spiel ist eine größere Herausforderung, als du denkst. Glaub mir, habe ich jetzt schon realisiert. Es gibt viele Tricks, um Pokémon in gewisse Situationen zu bringen. Beispielsweise Lapras ist immer fern. Mache je ein Bild im Meer, Dodo, und nach Mauzi. Und bei Kangama wirst du überrascht. Als. Ja, gut. Also, dass es so Secrets gibt, ist schon irgendwie auch cool. Aber woher willst du es wissen, ey? Gibt halt keinerlei Anzeichen darauf. Naja, okay. Wie wär's, wenn du mir jetzt die Äpfel gibst? Hä, wie trigger ich das jetzt? Weil er hat nicht gesagt, dass wir was Neues freigeschaltet haben. Oder muss ich mir den Pokémon-Report geben? Hä? Best Shot. Ja, es ist alles deiner Meinung nach, Digi. Ja, gut, okay. Da können wir aber auch sagen, da hat er sogar recht. Das ist wirklich ein sehr heftiges Foto geworden. Da hat er schon recht. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Am besten mal speichern, oder? Go to Kurs. Ja, aber ich hab ja jetzt, oder... Wie geht das verdammte Spiel weiter? Du brauchst noch Punkte. Was? Nee. Real Talk? Du brauchst noch 2550 Punkte. WTF? Also bin ich jetzt seiner Meinung nach wirklich schlecht gewesen? Wow, Alter. Das lasse ich mir von dem nicht sagen. Aber gut, ihr habt mir vorhin gesagt, es gibt hier irgendwo noch ein Evoli. Das würde ich natürlich gerne mal finden. Und, wie war das gerade in der Donation? Ein Bild im Meer? Dodo und nach Mauzi. Bei Kangama wirst du überrascht. Hä, aber ich habe doch die alle fotografiert. Also Lapras im Meer. Dann Dodo. Ja moin, jetzt ist es komplett weg. Hallo? Jetzt ist das Lapras einfach komplett weg. WTF? Kann ich das Relaxo dann vielleicht auch zum Aufstehen bewegen, indem ich es 20 Mal fotografiere? Nö. Suche nach Carpador, Evoli und Sichlor. Okay, mache ich. Aber ich werde jetzt mal restarten, weil das war natürlich kompletter Schmutz. Evoli ist am Ende rechts. Okay, wir werden mal gucken. Hier ist nichts, oder? Weil das sieht auch immer so aus, als wenn da an dem Steg irgendwas wäre. Frag mich auch, zählt dieses Dodo als von hinten fotografiert, obwohl es seinen Kopf nach hinten schwenkt? Ach ja, und eine ganz wichtige Frage. Diese 2000 Punkte, die mir fehlen, müssen das jetzt dazu gewonnene Punkte werden? Also ich meine, 2500 oder noch was besser als vorher in diesem Level? Oder einfach... irgendwelche 2000 Punkte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ach, wir werden es eh gleich rausfinden, weil 2000 kriegen wir ja auf jeden Fall zusammen. Aber wie bringe ich dieses verdammte Relaxo zum Aufstehen? Oder geht das wirklich nur mit den Äpfeln? Das könnte auf jeden Fall sein. So, hier war doch jetzt irgendwas von wegen Dodo am Meer fotografieren. Aber das habe ich doch vorhin auch gemacht. Der kommt hier gleich aus dem Gras, oder? Und wo soll hier ein Sichlor sein?
Okay, auf einmal sind hier einfach zwei Labrasse. Hä? What the? Das ist ja random AF. Und das ist bestimmt das Sichtlore. Aber wie trigger ich das? Evoli Ende rechts hieß es noch. Vielleicht finde ich den ja wenigstens. Aber wir haben schon mal ein geileres Labras-Pick. Da waren jetzt halt noch andere Pokémon. Daher weiß ich nicht, ob das das vielleicht versaut hat. Aber wir schauen später das Ergebnis mal an. Ah, da ist Evoli! Und was ist das, Schanera? Hä, wieso habe ich den vorhin nicht gefunden? Ich glaube, weil ich da... Ja, ah, ich habe auf das Kangama geachtet. Oha, und da war Labras sogar nochmal. Ich habe ihn aber getroffen. Oh! Nein! Nein! Ich hätte jetzt so ein schönes, nice Labras-Bild machen können. Dann haben wir keine Shots mehr. Okay, aber vielleicht ist ja trotzdem was Brauchbares dabei. Taubsi. Boah, ganz schwierig. Das hier. Dann Dodu. Ist eine coole Pose. Nicht ganz mittig, ja, aber ist eine coole Pose. Smetbo. Die zwei, würde ich sagen. Aber ist jetzt alles nicht wirklich geil. Und bei Labras. Was ist es bei Labras geworden? Das hier könnte man nehmen. Da sind auch die zwei drauf. Ja. Und die am Ende... Das am Ende habe ich leider gar nicht bekommen. Uff. Uff, 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 uff. Das wäre das beste Labras-Bild gewesen, einfach. Das wäre safe das beste Labras-Bild gewesen. Dann nehmen wir das. Sei so noch einigermaßen clean drauf. Weil du so viele Bilder bei Relaxo gemacht hast. Ja! Aber ich denke mir halt, das Relaxo muss ich doch auch irgendwie triggern. Ich war so verzweifelt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das Labras jetzt wirklich nochmal auftaucht. Aber. Naja, wir haben ein Bild, das okay ist. Und das Evoli-Pick ist eigentlich auch ganz nice. Das hier. Ja. Ach so, doch! Die. Hä? LOL? Die Bilder haben doch gezählt, aber es wurde als Kangama gewertet und nicht als Labras. Was zum Teufel? Ja, die KI ist mal wieder anders, Lost. Aber ja, wir schauen mal, was er dazu sagt. Bin sehr gespannt, Alter. Das Taubsi war ja, glaube ich, auch nicht perfekt. Vorhin. Oha. Doch, unser neues ist ganz, ganz leicht besser. Das gibt da. Oh, warte, was? Ah, okay, jetzt kriegen wir auch etwas mehr Punkte wegen dem zweiten Taubsi als beim letzten Mal. Stimmt, weil da war es ja wirklich nur ganz, ganz klein auf dem Bild und hier etwas größer. Also da haben wir schon mal profitiert von der Sache. Und da möchte man meinen, ist die Position von den beiden auch nochmal ein Ticken geiler, oder? Ja, die Size auch, okay. Mhm. Progress, Leute, Progress ist da. Ja, ist beides tatsächlich besser. Bisher. Ich finde diese Gegenüberstellung mega nice. Aber Mautzi wahrscheinlich nicht, weil die Grimasse, die war zu gut. Die war viel zu gut. Oh, es kann aber sogar einigermaßen mithalten. WTF? Ja, wir bleiben natürlich bei dem. Und Labras können wir uns auch nur verbessern eigentlich. Es sind zumindest jetzt zwei drauf, aber halt relativ klein. Aber gibt einen Taui. Es gibt einen Taui. Oh, und eine Verdopplung. Alter, das ist... Es ist nicht das beste Labras-Bild. Aber wir haben hier 190 zu 2400. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Ich korrigiere. 2660. Andere Welt. Nicht das Beste. Dazu hätte man wissen müssen, dass er am Ende nochmal seinen Kopf bei Kangama rausstreckt. Aber okay. Dodu.
Ja, das Bild habe ich ja gefeiert, aber eher nicht so. Das neue ist auf jeden Fall größer. Und auch mehr in der Mitte. Great. Well done. Ja, okay, er fühlt das neue mehr. Alles klar, da hat sich die Runde gelohnt für uns. Wir haben neue Pokémon, wir haben bessere Bilder. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wonderful. Ja, 2200 für Evoli, auch nice. Und das Bild ist halt seltsam, weil es eigentlich ein Lapras-Bild sein sollte. Great. Für einen Arsch, oder? Ja, okay. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Das hat auf jeden Fall nochmal einiges an Punkte mehr gegeben. Willkommen zurück. Here is a present for you. Du machst so heftige Fotos. Um deine Arbeit noch zu vereinfachen, ist hier ein Geschenk für dich. Ich will... oder was? Ich werde... Es wird dir das Fotos machen vereinfachen oder irgendwie so, keine Ahnung. Willst du noch näher, willst du auf Tuchfühlung gehen mit den Pokémon? Dann nimm hier diesen Apfel. Das ist Pokémon-Food. Sehr einfach zu nutzen. Wenn du die Kamera nicht fokussierst, dann drück A, um einen zu schmeißen. Pokémon in der Entfernung werden ganz glücklich näher kommen, wenn du das Item nutzt. Wenn du es weiterwerfen willst, dann, ja... Werf's halt auch weiter, you know? Also, aime halt höher, ganz einfach. Und noch ein Hinweis. Schmeiß das zu Elektro-Pokémon. Nee, Quatsch, Elektrode war... Wer war das nochmal? Elektroball? Oder war das Electek? Ich weiß es gerade nicht. Das sich nicht bewegt und schau, was passiert. Viel Glück. Okay, habe ich verstanden. Elektrode, wer war das jetzt nochmal? War das Electek oder war das Elektroball? Aber die haben sich doch immer bewegt, also muss es Electek sein, ne? Ich mag die Musik. Ja, doch, die ist chillig, die Musik. Die Musik ist chillig, auf jeden Fall. Winnie Hirumien, danke für die Mitgliedschaft und My Dream auch. Danke für den Support. Evolution nochmal. Ein Bild von Lapras bei Dodo im Meer und eins nach dem Mautsee auf dem Hügel im Meer. Und in der Bucht bei Kangama wirst du überrascht. Sichlor und Carpador kriegst du noch nicht, da brauchst du die Äpfel. Achso, okay. Dann können wir es ja später nochmal probieren. Elektroball war Electrode. Okay. Aber da... Da gab es wirklich welche, die sich nicht bewegt haben? Niklas, danke für 2 Münzen. Muss los, schönen Abend dir noch. Evolution ist jetzt auch Mitglied und Bibi lässt 25 Münzen da für einen neuen Film für die Kamera. Ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt neue Shots. Und ich hoffe auch, dass es irgendwann vielleicht mal erhöht wird, dass man 70, 80, 100 Fotos machen kann. Aber am schönsten wäre es, wenn wir jetzt einen neuen Kurs bekämen. Nein, bekommen wir nicht. Okay, dann will er wohl ganz offensichtlich, dass wir die Äpfel im Tunnel ausprobieren, weil da waren ja die Elektroball und so. Dann probieren wir es mal. Yes. Electek wäre Electbuzz. Okay. Also Äpfel. Der bewegt sich, da lohnt sich's also nicht. Aber da bewegen sich doch alle. Habe ich unendlich eigentlich? Ich schmeiß einfach mal ein. Ja, wird einfach mal ignoriert. Oder er hier. Dreh dich um. Oh, lol. Dreh dich um. Schmeckt? Hallo. Oder? Ja, moin. Ah, er bewegt sich nicht. Er hier. Warte. Explosion? Na, zu spät wahrscheinlich schon wieder. Scheiße. Aber besseres kaputt. Lol. Lost. Ach, man kann damit die Explosion auslösen, oder was? Oh, warte. Ich mach alles falsch gerade. Ey! Da ist ein Apfel, du Idiot! Ja, die explodieren dann, aber die Position war natürlich Mist. Oh, das ist Zubat! Komm, wir starten neu. Ja, du hast unendlich. Okay, das ist schon mal nice. Wir versuchen es jetzt nochmal besser zu machen. Ich krieg doch hier auch safe ein besseres Pikachu-Bild als das erste, weil er hier so nah ist.
Besser kannst du es nicht machen. Und halt höchstens noch die Explosion einfangen. Aber das Ding ist, das Electek, das dreht sich am Anfang. Am Anfang dreht sich das um, ne? Ich weiß nicht ganz, was ich da machen soll. Vielleicht haben wir ja Glück und die Electeks gegen Ende drehen sich um, wenn man einen Apfel schmeißt. Der hat ja keinen Bock. Großartig. Was sind denn das für blöde Drecksviecher? Oder muss man die wirklich immer treffen? Ich dachte, das Ding soll einfach nur in die Nähe. Ja, das war okay, glaube ich. Aber was mit dem Zubat? Was mit dem Zubat? Kommt das nur gegen Ende? Ja, hier. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie wir das Zubat von näher fotografieren sollen, aber immerhin haben wir das jetzt überhaupt. Das haben wir nämlich sonst noch gar nicht gehabt. Was ist mit dem Ei? Kann ich das irgendwie mit dem Apfel... Nein? Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendein Secret-Pokémon? Nein? Doch! Ah, Kapitän, nein! Komm raus! Hallo? Oh, das ist doch lächerlich! Da hast du nur einen Versuch anscheinend, aber da ist noch ein Zubat. Oh, sogar viel näher! Sogar viel näher! Aber die Tür hat sich gerade geschlossen. Ich weiß nicht, ob das Bild wirklich gut war. So, warte. Wir können ja hier bei Dick da noch was auslösen, hieß es. Aha. Okay. Pikachu! Süß. Pika! Was muss ich... Ah, Dick-Tri! Da ist Dick-Tri! Yay! Okay, geil. Einfach zwei! Und das Pikachu war auch noch drauf. Hype! Yo, was? Zu dritt sind sie jetzt einfach. Da erwarte ich jetzt aber wirklich eine heftige Punktzahl. Hätte das geklappt mit den Electeks? Gibt's da noch eins irgendwo, wo ich das testen kann? Nee, ne? Ah, aber diese Idioten hier, die kann ich noch bestimmt mit den Äpfeln bekommen. Ja gut, jetzt drehen sie sich halt um, was doof ist. Zählt das? Nee, man muss sie ja immer im roten Punkt haben, ne? Ja, wird schon einigermaßen gepasst haben. Oder nochmal. Ja, fühle ich. Wir sind jetzt eh am Ziel, also können wir ein bisschen noch was rausballern. Kommt vielleicht noch ein Zubat von hinten? Oder irgendwas? Nein? Ey, das mit dem Carpador ärgert mich brutal. Oder meint ihr, die können sich noch entwickeln zu Magneton? Ah, shit. Ende ist noch ein Elektroball, werf Apfel auf ihn. Habe ich sogar gemacht, aber war zu spät. Hätte das noch irgendwas Heftiges ausgelöst, oder? Scheiße. Naja, ich hab mich erstmal auf die Magnetilo konzentriert, weil wir die noch gar nicht hatten. Aber sollten wir später nochmal in den Kurs gehen, kann ich das nochmal versuchen. Also das Carpador auf jeden Fall und am Ende das Elektroball noch treffen. Es stand Magneton dabei. Hä, was? Okay, Moment. Erstmal nehmen wir dieses Pikachu- und Elektroball-Foto, weil das ist sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Explosion, was mit Sicherheit auch cool ist. Yo, allein wie das Pikachu da weghüpft! Das ist geil! Kukuna, ja, es geht nicht besser eigentlich. Das Carpador hat gezählt. Ja, ist halt ein Scheißfoto, aber es hat gezählt immerhin. Es hat immerhin gezählt. Zubat. Ja, auf jeden Fall das hier. Ist halt auch nicht perfekt, aber hey, immerhin. Dick da. Und Dick 3. Da sollten jetzt natürlich auch möglichst viele auf einem. Das hier, oder? Das muss eine Milliarde Punkte geben.
Ist halt einfach so. Tatsächlich, die zählen als Magneton. Selbst der Einzelne hier. Hä, und wie bekomme ich dann Magnetilo? What the hell? Ist es ein Problem, wenn die Äpfel noch drauf zu sehen sind auf den Bildern? Ich nehme das hier. Okay, am Anfang habe ich mich noch ein bisschen drüber aufgeregt, dass es Secrets gibt. Mittlerweile feiere ich das aber total, weil du dann halt einfach in denselben Kursen immer wieder neue Strats entwickelst. Das ist schon nice. Aber Eich triggert mich halt, weil der keine Ahnung hat. Wow. So, aber das ist doch besser als das letzte Pikachu on Ball, oder? Hä, wieso compared er das jetzt damit? Aber egal, soll er halt machen, wenn er will. Das neue ist safe besser. Well done. Mashallah! 4100! Das ist unser heftigstes Bild! Hä, und das vergleicht er jetzt mit dem? Willkür, sein Vater. Moment, das heißt, dass er das hier... LOL. Dann hat er das hier als Elektroball-Foto gewertet und nicht als Pikachu on Ball, so wie das gerade eben. Ja, moin! Professor Eich, Sie sind entlassen. Ja, dann müsste das neue ja auch besser sein. Ja, 3-4. Oha! Ja, die Secrets sind das Geile an dem Game. Ja, ich fühl's langsam, ich fühl's langsam. Ich komm langsam rein. Oh, ist das besser als das alte Bild? Jetzt hat man zwar noch das kaputte Elektroball drauf, aber ist das schön? Ja, nicht, ne? Nee. Jetzt fühlt er mehr. Ich kann's verstehen. Man sieht den Schwanz von Carpador. Also es gibt 80 Punkte. Toll. Ganz toll. Dann Zubat. Ja. Schade. Keine Verdopplung. Sonst hätte ich mit leben können. Dick da. Ja, ist natürlich das neue viel besser. Wenn auch nicht 100% in der Mitte. Aber es gibt einen Taui. Und die Verdopplung. Okay. Ja, dann passt das. Und das Dickdri. Komm. 3000. Die Size einfach 970. Ich glaube, so viel haben wir noch nie auf Size bekommen. Pose und Taui und Technik. Double. Mehrere Dickdri auf einem Pick. 600 extra. 4-5. Yay! Und Magneton. Aber warte, wie ist das jetzt? Hätte ich jetzt Magnetilo auch irgendwie bekommen können? Sehr seltsam. Okay, fühlt er unnormal. Sehr geil. Sehr geil. Yes! 41.000 Punkte. So muss das. Damit haben wir jetzt safe auch das nächste Level freigeschaltet. Beste! Ice Storm, danke für 20 Münzen. Zocke Snap seit 16 Jahren. Kenne so ziemlich jeden Pixel und kommentiere fleißig mit, um zu helfen. Ich weiß, viele andere hier kennen es auch sehr gut, aber ich stehe immer zur Hilfe, zur Verfügung. Viel Spaß noch. Snap ist Kindheit. Ja, danke dir, Ice Storm. Ich kann, wie gesagt, immer nur nach den Runden in den Chat schauen, weil währenddessen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich habe auf jeden Fall schon einiges Wichtiges aus dem Chat rausgezogen und dafür Dankeschön. Wir schaffen das gemeinsam. Bin sicher, wir schaffen es gemeinsam. Evolution, drei Münzen. Das letzte Elektroball zum Explodieren zu bringen ist wichtig. Für das Ei im Tunnel fehlt dir ein Musikinstrument und ein Trick. Okay, dann müssen wir später ja eh nochmal wiederkommen, dann haben wir dafür noch Zeit. Adrian M., danke für die Ehrenmitgliedschaft. Bedeutet mir viel der Support. Kuss, Kuss. Und Hüsin Talk für die 5 Münzen. Er schmeißt auch einen Pokéball. Wobei, wir schmeißen Äpfel und machen Bilder. Egal. Willkommen zurück. Hast du jetzt einen neuen Kurs für mich? Endlich? Hä, wieso denn nicht? Er hat den Tipp geskippt. Was? Secret Exit im Tunnel? Moment. Er hat dir gerade einen Tipp gegeben, aber du hast geskippt. Gibt einen Geheimausgang in der Höhle.
Am Anfang sagt er mir, sein blödes Ding fährt von alleine zum Ziel und jetzt gibt's einen Secret Exit. Ist nicht sein Ernst. Kann er nur mit den Äpfeln zu tun haben. Das dürfte mir jetzt spoilern. Was muss ich machen? Hat es mit dem Elektroball zu tun? Oder mit den Electeks? Aber das dürfte mir jetzt spoilern, bevor wir jetzt hier noch ein drittes Mal das machen ohne Plan. Weil ich muss sagen, keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen. Bestimmt müssen wir irgendwas Elektromäßiges tun, damit sich die Schienen verändern oder so. Okay, mal ein gutes Electek-Foto wenigstens. Ich glaube, man muss die Kurse auch mehrfach spielen, um alle Pokémon zu bekommen. Das geht sonst gar nicht. Das Elektroball am Ende. Ja, okay, das dachte ich mir schon. Okay. Muss das Pikachu beim Ei... Ja, aber es hat mir vorhin jemand gesagt, ich brauche eine Musik... Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Warum ist mir das denn noch nie aufgefallen, dass das Zubat da reingeflogen kommt? Natürlich habe ich es nicht getroffen. Also ich glaube, es gibt trotzdem einigermaßen Punkte, aber halt nicht perfekt, weil wir haben den Red Dot nicht gehabt. Also den roten Punkt. Scheiße. Aber warte, wegen Carpador jetzt. Carpador? Oder kommt der jetzt nicht? Doch. Ja, ich glaube, ich habe einen okayen Shot. Was heißt okay? Ich habe einen guten. Oh, das Zubat kommt nochmal. Wie kann mir das denn nicht aufgefallen sein, die letzten Male? Lol. Aber diesmal habe ich ihn getroffen. Glaube ich. Es wirkte so. Dreht er sich um dann? Tatsächlich. Oh, der macht sogar eine Attacke. Hype. Dann ist das Bild safe noch geiler als das andere. Müssen wir bei dem auch schaffen. Man hat hier zwei Chancen scheinbar. Okay. Oh, oh. Ja, mach, komm. Attacke. Hat das gezählt? Ich glaube, das erste Bild war, warum auch immer, nicht im Red Dot. Wenn ich jetzt so schmeiße, kriege ich dann ein Magneton? Ein Magnetilo? Ich glaube, ja. Aber egal, ist nicht so wichtig. Scheiße, ich wollte keine Bilder machen, ich wollte schießen. Schieß. Treff ihn. Treff ihn. Ich habe ihn getroffen. Jetzt kommt hier ein Secret Exit, oder was? Ja, moin. Er guckt genauso wie ich. WTF? Oh ja, auf einmal kann es fliegen. Okay. Er verpennt das Diktri. Nein, ich habe das Diktri mit Absicht ignoriert gerade. Weil das, da haben wir ein heftiges Bild, das passt schon. Ich wollte mich jetzt auf die neuen konzentrieren. Sprich Zubat, Lektek und Carpador. Und ich glaube, wir haben da ganz gutes Ergebnis gefahren. Das ist geil. Nehmen wir mal. Ui, also klar, er hätte ein bisschen weiter unten sein können. Aber beschweren kann man sich da... Oh, oder soll ich das nehmen? Nee, das! Das! Yes! Dann Electek. Am besten in dem Moment, wo er die Attacke einsetzt, oder? Oder? Ich weiß nicht. Aber ich würd schon sagen... Es hat immer irgendwas, irgendwas Positives. Und ja, man kann Magnetido auch bekommen. Aber es ist halt jetzt nur von hinten fotografiert, ne? Egal, immerhin was Neues. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Nee, Quatsch, Carpador, lol. Ja, das ist okay. Und Kokuna noch. Kein Plan, ey. Das hier. Surprise Pikachu Face. Yannick Gleixner, danke dir für die Mitgliedschaft.
Wo ist denn hier das Apollo? Ich sehe es gar nicht. Okay, das Bild ist Müll, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Und weiter geht's. Yes. Ab zum Real Talk. Ah, das alte ist besser, oder? Ist leicht besser. Okay. Oh, sogar um einiges. Wir kriegen die Verdopplung beim neuen nicht. Pff, wenn er meint. Was ist damit? Ist das besser als die Explosion? Size 1000. Hatten wir noch nie. Aber die Pose ist langweiliger. Trotzdem noch mehr als beim letzten Mal. Und es gibt ja noch die Verdopplung. Also ja, es ist tatsächlich nochmal um 300 Punkte besser. Aber es ist auch wirklich ein schönes Foto, muss man echt sagen. Das alte Haunter-Foto ist besser, safe. Yep. Carpador ist eine Verbesserung. Immer noch nicht perfekt, aber wenn wir die Verdopplung bekommen, dann ist es ein solides Ergebnis. Well done. Ja. Na dann, statt 80 über 2K. Schmeckt. Zubat. Ist richtig groß. Das willst du doch, oder? Warum 500? Aber Pose in Taubi. Und er akzeptiert. Oh, okay. Er akzeptiert als Mitte. Ich hab zwar keine Ahnung, warum er die Size nur mit 500 bewertet, aber das ist mit 3000 sehr, sehr gut gelaufen. Electek, bin ich gespannt. Fühlt er die Attacke? Ja, es ist sauer. Deswegen 1000 Punkte. Und Verdopplung. Also besser. Yes! Du hast den Waggon in der Höhle verpasst. Hm? Und Magnetido. Ja, das haben wir jetzt einfach nur mitgenommen. Ne? Ist natürlich nicht gut. You were close. Aber hey, besser als nichts. Und jetzt mit dem Secret Exit geht's, glaube ich, in ein neues Level. Geil! Welcome back. Willkommen zurück. Nintendo, du hast einen Secret Exit gefunden. Das führt zu einem neuen Kurs. Und ich hab eine Verbindung zu meinem Labor gemacht. Also geh da hin. Ja. Yeah. Hab ich vor. Oh, Volcano. Tschüss. Yes. Das wird jetzt aber safe brutal hart. Da werden wir übelst abscheißen, glaube ich. Oh, gleich mal ein Galopper! Wie viele sind da? Aber das, was da entgegengeritten ist, ist natürlich das Geilste. Ich hab's aber nicht besonders gut getroffen. Aber hätte ich die mit den Äpfeln nicht locken können, dass sie zurückkommen? Dann zu zweit? Warte, will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Erstmal so ein Pick. Aber die kommen dann ja zu zweit. Ah ja, sie reagieren. Aber du musst es wenn dann von vorne machen. Okay. Okay. Das wollte ich jetzt unbedingt wissen. Ziehen wir einfach mal durch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Position gut genug war. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ja, es freut sich, aber Position ist eher so lala. Hm. Na gut, aber Vulpix haben wir an der Stelle. Oh, da ist ja noch ein viel besseres. Warte, das triggert was, oder? Triggert das was? Das hat so den Eindruck gemacht, als würde es was triggern. Selbst wenn nicht, wir haben ein viel besseres Foto als vorher. Ich lese mir das dann später durch, ne? Also ihr dürft mir nach einer Runde, wenn wir einmal durch sind, so ein paar Secrets sagen. Kein Problem. Deswegen machen wir das hier im Stream. Warum sind da so viele von den Vulpix? Gibt das Bonuspunkte, wenn es so happy ist? Safe, oder? Ah, und ich habe auch viel mehr Auslöser als beim letzten Mal, sehe ich gerade. Magma und Glumanda, beide gleichzeitig. Oh shit. Nein! Hä, hey, was macht ihr? Bist du geisteskrank? Was? Es hat sich weiterentwickelt? Lol, what's happening?
Wie geil ist das denn? Er wollte ihm das Essen wegnehmen? Er entwickelt sich und dann stirbt das Magma. Richtig so. Wegen der 31er-Aktion. Hä? Okay. Was ist das? Lava? Lavados! Was? Nee! Wow. Ja, moin. Ich glaube, wir haben ziemlich Luck. Einige heftige Events hier per Zufall schon direkt ausgelöst. Aber gibt's dann die anderen Legis auch? Stimmt, oder? Da ist noch ein Blutexo. Da muss auch irgendwas sein. Auf jeden. Was könnte denn das sein da? Was ist das? Was muss ich hier machen? Reinwerfen? Treff aber nicht. Nee, da passiert nichts. ETF, Alter. Hey, gut, sagst du. Ui, schön. Wo ist Glurak? Glurak musst du bestimmt auch irgendein Secret machen, ne? Dass er erscheint. Hier vielleicht Dratini? Nee, Capito! Hätte man natürlich vorher, ja. Ja, okay. Also, wir können froh sein mit dem ersten Versuch. Wir hatten einige geile Events, aber irgendwas, gerade gegen Ende, haben wir wohl verpasst. Bin sicher, da würde noch ein Glurak auftauchen, irgendwie. Mindestens. Schauen wir uns erstmal die Chose hier an. Lavados auf dem Vulkan. Kann man das auf den Vulkan locken und dann gibt's mehr Punkte. Zapdos war im vorherigen Kurs. Ja, stimmt. Weil da war ja viel Elektrizität, ne? Aber das hätten wir vielleicht noch gar nicht bekommen können. Wie gesagt, wir kriegen ja noch neue Items später. Ich nehme jetzt mal das Bild, obwohl ich das nicht so fühle. Aber es sind halt zwei drauf und relativ mittig. Das feiert er ja. Dann die ersten Vulpix-Fotos sind natürlich Schmutz im Vergleich zu den anderen. Boah. Ich nehme das hier. Glutexo muss in die Lava fallen. Oh ja, und ich habe mich sogar noch geärgert, so weil ich ihn am Anfang mit dem ersten Apfel sofort hinten getroffen habe und der ist übelst gestolpert. Aber es macht ja Sinn, weil vorhin wurde er ja auch von Magma angegriffen mit dem Feuer und hat sich weiterentwickelt. Das macht Sinn. Wir schmeißen ihn in den Lavateich. Man denkt, er ist tot, aber dann kommt er wie so ein Phönix als Glurak raufgeflogen. Ja, 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 okay, verstehe. Hätte man auch drauf kommen können. Hätte man tatsächlich auch drauf kommen können. Bringt das jetzt mehr Punkte wegen dem Angriff? Wir machen den Kurs eh noch ein paar Mal. Ich nehme jetzt erstmal den Angriffsmove. Und als Magma-Pick. Hier sieht das so richtig so gelangweilt aus. So. Was wollt ihr, hm? Ja, nehme ich das auch. Du musst am Anfang einen Apfel in den Mini-Vulkan werfen. Die Vulkane reagieren meist auf ein Item, was dir noch fehlt. Nein, du brauchst für Glurak noch ein anderes Item. Ah, okay, 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 okay. Alter, das Lavados-Bild. Geil! Oder das. Jetzt weiß ich halt nicht, was er mehr fühlen wird. Das ist ja auch so eine Art Attacke. Ich nehme das, weil es eine außergewöhnliche Pose ist. Aber wahrscheinlich ist es die falsche Entscheidung. Das Bild ist eigentlich auch unnormal geil. Aber das können wir nochmal rekonstruieren. Dann Glutexo. Ich kann mich sauschwer entscheiden nur. Domi ist jetzt schon addicted mit dem Game. Mehr als ich dachte, ja. Ja, das ist Müll. Das Bild ist Müll. Sind wir durch? Ich glaub schon, ne? Okay. Nein, für Glurak brauchst du nur einen Apfel. Ja, was jetzt, Leute? Bitte widerspricht euch nicht gegenseitig. Schreibt es nur in den Chat, wenn ihr es wisst. Für Glurak brauchst du nur einen Apfel. Apfel reicht. Okay. Erstmal den Real Talk gönnen und dann schauen wir mal, wie viele Punkte rauskommen. Also, die doppelten Galopper. War das eine gute Idee? Ja oder nein? 500 Punkte. Naja. Die Pose
ist unnormal heftig, seiner Meinung nach. Okay, das gibt einen 4000 Punkte. Oder? Nein? Doch, doch, weil das Doppelte noch drauf ist. Na, okay, aber nicht ganz. Naja, kann man aber zufrieden sein. 3600. Es war also doch die richtige Entscheidung. Nice. Dann Vulpix Size 500. Pose Happy. Okay, okay, okay. Also bringt das wirklich was im Moment, wo es sich freut, das Foto zu schießen. Alles klar. Können wir uns für alle Pokémon merken. Und ein Double. Nochmal 3K. Ui, nice. Das wird er, glaube ich, nicht fühlen, oder? Size ist schon mal scheiße. Pose. Doch, irgendwie mag er es, dass es unstable ist. Also nicht rumsteht, so langweilig. Es ist in der Mitte. Ja, 2100, okay. Hätte schlechter sein können. Lavados. 500. Pose abnormal heftig. Da bin ich jetzt froh. Da bin ich froh, dass er das gefühlt hat. In der Mitte wird verdoppelt. 3,7. Nice. Chilliges Magma. Size regt mich so hart auf. Wirklich. So lächerlich. Da war ein Taui. Und Verdopplung auf 3K. Schmeckt. Lutexo. Hat sich halt in dem Moment nicht wirklich gefreut, ne? Oh, doch. Es zählt noch als was weiß ich? Roaring. Schreien, oder? So Heuler. Wollte wahrscheinlich sich gerade freuen und das zählt schon. Also da hatten wir jetzt Luck. Es kommt halt auf die Größe an, ja? Ist so. 3,7 für das Lutexo hätte ich jetzt niemals erwartet. Ja gut, das kannst du wegschmeißen. You were close. Ja, ist schon gut. Ja, also für so ein First Try? In Ordnung. Welcome back. Willkommen zurück. Du machst einen guten Job, Doptendo. Wähle, geh zum Kurs aus. Hast du einen neuen für mich? Yeah. Tatsächlich! Ja, geil! Der River. Also dann können wir auf jeden Fall mit dem Vulcano sehr zufrieden sein für so ein First Try. Roar ist Brüllen. Ja, okay. Mir ist jetzt nur Heuler eingefallen. Stimmt, Brüller. Also es wollte sich wahrscheinlich gerade lauthals über den Apfel freuen. Und es war am Anfang der Animation wahrscheinlich der erste Frame. Und wir haben Glück, dass es zählt. Flo, danke für eine Münze. Und Evolution, werfe das Ei im Vulkan nicht ab. Stell dich hin und werfe links so weit wie es geht Äpfel. Da sammelst du Glumandas an und die Lavakreise. Digga, ich verstehe nur Spanisch. Und die Lavakreise am Ende nicht mit Äpfel bewerfen, sondern Rauch. Sorry, ich verstehe kein einziges Wort. Aber trotzdem danke. Lalu, willkommen als Ehrenmitglied. Ich dachte, du wärst schon längst eins. Aber hey, dann jetzt. Danke dir. Und ich habe euch vorgelesen, Kevmaster und Yannick Gleichsner, ich weiß nicht. Aber auch beides neue Mitglieder. Kuss. Erst Glurak, dann neue Map. Nee, macht keinen Sinn, weil wir ja später sowieso nochmal da zurückkehren müssen, wegen Items und so. Yes. Erstmal die Sachen freischalten, Leute. Und dann können wir ja nochmal ein bisschen gucken, was sich noch so triggern lässt. Außerdem habe ich Bock auf den River, der ist bestimmt geil. Ich mag ja so Dschungel. Da ist ein Quapsel. Warte, das muss man doch safe mit so einem Apfel hervorlocken, oder? Nein? Da muss man die immer treffen? Ich check das halt nicht. Nee, ich glaube, das war nix. Was sag ich mit der anderen Seite? Gibt's hier noch irgendwas? Doch, Bisasam ist da. Aber wie kriege ich ein besseres Quapsel-Pick? Jetzt ist er hingefallen, aber ich weiß nicht, ob das mir irgendwas bringt. Oh, da kommt doch bestimmt auch was raus. Ja! Ja! Oh mein Gott, ist das süß! Oh mein Gott! Ey, kack auf die anderen Bisasams, das ist das Beste von allen.
Ja, egal, komm. Das war safe das Beste von allen. Fleckmon? Okay. Hier raucht was. Ist das ein Zeichen? Oh, ich bereue die Aussage mit den Secrets am Anfang so heftig. Ihr habt total recht, das ist das Allergeilste an dem Spiel. Mushas. Ich habe kein einziges in der Mitte getroffen. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. WTF. Kommt der nochmal zu dritt raus? Quapsel! Ja, da müssen die Posen halt stimmen, ne? Ach, der Rauch war ein Giflor! Jetzt ist es zu spät. Ja. Okay, müssen wir uns unbedingt merken fürs nächste Mal, dass das noch ein Giflor ist. Aber das ist doch das Fiese! Du kannst dich ja nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren. Kommen die irgendwie runter? Oh, der glitzert! Ist es ein Shiny gewesen oder was? Oder wegen dem Wasser? Oh, ich bin nicht zufrieden mit meinen Quapsel-Fotos. Oh, Anton. Mann! Anton. Ich habe ihn getroffen. Lol. Ja, wie? Ist er deswegen jetzt untergegangen? Ich wollte doch... Was ist das denn? Hä? Was ist das? Was fliegt da rum? Ist das ein Bug? Nee. Hä? Was war das denn schon wieder? Ja, danke. Anton trollt mich. Aber hier ist noch ein okayes Bild. Jetzt habe ich ihn schon wieder getroffen. Ach, so ein Arsch. Ist das ein Schalter? Ist das ein Schalter? Treff doch den Kackschalter da. Hallo. Betrug. Aber vielleicht braucht man dafür auch ein anderes Item. Ich weiß nicht. Oh, aus. Dreh dich um, Bruder. Nein. Nein. Der Vulkan ist so gut gelaufen, aber hier geht gar nichts. War das ein Secret Exit, by the way? Oh mein Gott. Das war Porygon? Dieses glitchy Ding? Hä, und wie kann ich den bekommen? Der war ja in seinen Einzelteilen dann verteilt. The fuck? Ja, auf jeden Fall bin ich sehr unzufrieden. Das Bisasamen war natürlich geil. Aber ich glaube, der Rest ist alles scheiße. Nee, warte. Nee. Oder so, nee. Porygon ist ein Bug. Passt ja fast. Ja, stimmt. Anton trollt ihn. Ja, leider. Du kannst den Schalter nicht treffen. Hä, wieso ist er dann da? Da ist Bisasam-Pick. Millionen Punkte, bitte. Das war schön nah. Bei Porygon brauchst du Rauchbälle. Ja gut, die habe ich noch nicht. Dann bin ich da fein aus dem Schneider raus. Naja. Safcon auch eigentlich Abfall. Anton. Professor Eich verzeiht nicht. Ja, das glaube ich auch. Also, das wird jetzt nichts. Ich glaube, das müssen wir gleich auch nochmal machen, weil wir nicht genug Punkte haben fürs nächste Level. So schlimm ist das gewesen. Und was hätte ich beim Giflor machen müssen? Mit dem Ei treffen vor. Mit dem Ei, genau. Mit dem Apfel? Oder brauche ich ja auch ein bestimmtes Item? Damn, das ist ja wirklich Abfall, was wir da geleistet haben. Aber ist natürlich jetzt auch ein schwieriger Level, ne? You were close. Also, Quapsen hat das schon mal völlig abgeschmettert. Das ist das einzig Gute. Und selbst da ist er mit der Size nicht zufrieden. Ich weiß nicht, was dem so ein Problem ist, ganz ehrlich.
Happy Face 1, 2. Mitte Doppel, also 3, 8. Okay. Fleckmon muss abgeworfen werden, dann bekommst du Lamus. Ich hab den doch ein paar Mal getroffen. Oh Mann, Betrug. Pokeflöte bei Giflor. Ja, moin. Okay, die habe ich natürlich nicht. Dann Fleckmon. Eigentlich geil. Sieht er nur teilweise so. Da brauchst du die Flöte wie bei Relaxo. Okay. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Schmutz. Auch Schmutz. Ach du Scheiße. Oh, aber den Jump fühlt er wenigstens. Das ist unerwartet. Zu weit oben, oder? Oder? Als ob? Da ist er großzügig. Die anderen hat er abgeschmettert, aber da war er großzügig. Ja gut, aber ich fürchte, wir brauchen 80.000 für das nächste Level, ne? Oh nein. Welcome back. Oder? Oh, wir kriegen ein Geschenk! Das wird deine Bilder noch vereinfachen und verbessern. Was? Wir kriegen einen Pestball. Okay. Alles klar. Ah, okay. Den schmeißt man dahin, wenn man glaubt, man weiß, wo sich Pokémon verstecken. Easy. Schmeiß mit B, wenn du die Kamera nicht fokussierst. Das wird versteckte Pokémon auftauchen lassen. Ah, ja. Dann machen wir den River gleich nochmal, oder? Weil das war ja auch echt unakzeptabel. Auch wenn es teilweise ein paar Überraschungen gab. Also, weil, wirf Quapsel ab, um es hervorzulocken. Ich weiß nicht. Mit dem Ball hier, oder was meinst du? Weil das... Dass das aus dem Wasser gesprungen kommt... Ist doch viel krasser. Wobei, wieso bin ich denn jetzt so viel näher dran? Ach, ich kann sie aber zusammenlocken. Ah! Okay. Das gibt doch schon mal Triple Points. Okay. Doch, dann war das doch, dann war das eine gute Entscheidung. Ich habe die mit dem Pestball alle hervorgelockt. Diese Samen können wir uns eigentlich sparen, weil das war ja schon perfekt, oder? Wobei Punkte sind Punkte. Vielleicht entwickelt er sich ja sogar zu dieser Knosp. Nein? Schade. So, und ihn soll ich abwerfen, habt ihr gemeint? Dann wird er zu Lamus? Oh, da tut sich nichts. Da tut sich nichts! Er entwickelt sich nicht. Hä? Da mache ich jetzt zumindest mal das Foto. Es ist halt nicht geil, aber wir haben zumindest ein Foto. Wobei, es kann auch sein, dass das nicht gewertet wird. Weil es nicht zu erkennen ist. Ach, Mann. Was mache ich denn da falsch jetzt? Oder geht es um ein bestimmtes Fleckmon? Kann ja auch sein. Muss er ins Wasser? Nee, macht er nicht, ne? Nee, macht er nicht. Okay, gibt's noch irgendwo ein Secret? Irgendein offensichtliches Secret? Gibt's doch gar nicht, ey. Das ist das schwierigste Level bisher. Kein Plan. So, die hier muss ich noch einigermaßen besser hinkriegen. Jetzt sind sie auch zu dritt auf dem Pick. Kann ich die vielleicht dazu bringen, weiter runterzukommen? Aha! Aha! Nochmal, Bruder! Ui! Ah ja! Ist halt trotzdem nicht von vorne. Wobei, wieso bin ich eigentlich so dumm und warte nicht? Lol. Jetzt hängen wir hier fest, oder was? Oh Mann, bin ich lost. Einfach umdrehen und dann... Ja, jetzt sind sie... Lost! Aber vielleicht zählt es trotzdem, keine Ahnung. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hey, du da. Anton, du Keck. Wobei, das Bild war ja sogar gut, ne? Stimmt. Muschas war aber Schmutz.
Hier, warte, hier, Porygon. Kommt der, wenn ich den hier so mit diesem... Ja! Oh, lol. Ich weiß nicht, wieso der so heftig getarnt ist, aber dann haben wir Porygon wenigstens. Schön. Hier beim Schalter. Ah, da kann auch eins erscheinen. Ach so! Er muss den Schalter drücken! Und ich wusste, das ist ein Secret Exit. Das habe ich vorhin gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe gemeint so, hä, das ist ein Secret Exit. So läuft der Hase. Du musst das zweite Fleckmann zum Schild locken. Ach ja, richtig, weil da ein Mushas Schild ist. Und das Mushas muss ihn dann in den Schwanz beißen. Okay, ja, aber komm, Digga, wer soll auf sowas kommen? Wie auch immer, wir haben einen heftigen Progress trotz allem und den Secret Exit. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. So, welches Quapselbild nehme ich jetzt? Hier sind sie eigentlich am nächsten, ne? Aber gucken halt kein einziges Mal mit dem Face in die Kamera. Das ist aber die coolste Pose irgendwie. Ich nehme das. Das mit dem Schalter ist aber übelst geil gemacht. War jetzt eher ein Zufallsprodukt. Ich war mir zwar sicher, dass da ein Secret Exit ist. Das habe ich schon beim ersten Mal gesehen. Aber ich dachte, okay, das Porygon stellt sich halt dann da drauf und dann kommt irgendein Effekt oder so für ganz, ganz viele Porygon-Punkte. Aber das erfüllt den Weg, ja, klar. Hier ist es jetzt schwierig. Passt die Size? Was meint ihr? Die Size passt, oder? Da würde er sich nicht beschweren. Nee, keine Ahnung. Ist halt alles nicht von vorne, leider. Das habe ich zu spät gecheckt. Aber hier ist es so seitlich. Das hat er bei Anton zum Beispiel gelten lassen. Vielleicht macht er auch bei Safcon eine Ausnahme. Dann Mushas. Ja, genau so ein Dreck wie vorher. Aber wie soll man an den näher rankommen können? Und Porygon. Hier ist es halt sehr happy. Ende? Ist das ein Bug? Ja, es sah halt komisch aus und ich habe auch noch nie ein so getarntes Porygon gesehen. Das Gifloor wird anscheinend nicht gewertet, aber das dachte ich mir schon. Also, das hier wird auf jeden Fall besser sein als das andere. Aber wahrscheinlich nicht so heftig, wie man sich das erhofft. Er sagt's aber sogar, es ist viel geiler als das letzte. Hä, und gibt trotzdem nur 200? Obwohl die da zu dritt auf dem Bild... Ach komm, es ist Betrug. Das ist ja genauso unfair wie der Algorithmus von YouTube, ey. Aber die Size schmeckt ihm. Ja, also hier haben wir die Verbesserung, die wir wollten. Beim Quapsel Betrug, ehrlich gesagt. Das kann ich gar nicht verstehen, warum das nur 200 gibt. Das ist Müll, okay. Ja. Dann Porygon, wie sehr fühlst du das? Hätte einen besseren Frame erwischen können, wo es sich mehr freut. Aber hey, immerhin. Immerhin, wir stocken auf 84 Punkte und nächstes Level. Welcome back. Willkommen zurück. Nintendo hat schon wieder einen Secret Exit gefunden. Das führt zu einem neuen Kurs. Gönn dir. Yeah. Cave. Warum gibt's Tunnel und Cave? Naja, wir schauen mal. Scary. Okay, dann gibt's wohl einige Geist-Pokémon hier. Wobei, Moment, nee. Gibt ja nur Kanto-Pokémon in dem Spiel, ne? Da haben wir nicht viele Geist-Pokémon. So. Das ist ein Bisasam hier? Warum gibt's da jetzt nochmal eine Möglichkeit, Bisasam zu knipsen? Und Zubat. Oh, was ist das? Slimer? Kein gutes Bild, aber immerhin. Oh Mann, komm hervor. Komm schon! Fress die Äpfel und komm her. Ach, das ist lächerlich. Das triggert mich ja jetzt schon.
Dieser Samen, bessere Position. Und happy, 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 zu zweit, zu zweit. Ja, zeig bisschen mehr Haut, bisschen mehr Haut. Den Flip zurechtrücken, ja. Oh. Slimer und ich, wir werden keine Freunde. Na, shit. Aber ich glaube, die beiden Bisasams waren geil. Oh. Smogon. Ultrigaria. Und... Pummelig. Ja, das war jetzt leider zu groß, glaube ich, ne? Drehen die sich nochmal um irgendwie? Nee, shit. Aber jetzt wird's halt wirklich schwierig, das Spiel. Jetzt muss halt alles passen. Kommt hier ein Dratini raus? Nein. Komm, gutes Ultrigaria-Pick wenigstens. Moin, ich hätte einfach schießen sollen. Ich dachte, ich brauche einen Apfelzwingen für den. Lol, lost. Ah, aber wird trotzdem noch solide. Noch ein bisschen näher, komm. Hier. Hier, gönn dir doch, gönn dir doch! Oder bist du ein Fleischfresser? Stimmt, ist er ja, ne? Das basiert ja eigentlich auf einer fleischfressenden Pflanze. Ja, dann lass es halt. Was zur Hölle ist das? Und wie hätte ich das triggern können vor allem? Oh, Pikachu und Zubat! Lol! Hallo! Nein! Wie will man die denn treffen? Oh Gott! Was ist das? Was muss man da machen? Brauche ich hier auch verschiedene Items? Ach, das ist Rosanna, jetzt sehe ich auch. Wie die guckt. Ein okayes Bild zumindest. Uns wird nichts mehr hinterhergeschmissen in den Leveln, die jetzt noch kommen. Man merkt das. Ich habe nur noch 10 Bilder. Muss jetzt aufpassen. Wobei, da ist das Ziel. Ja, warum zählt denn das Zubat nicht? Ja, aber ich glaube, das Bild war okay. Da waren sie auch zu zweit drauf gerade. Erscheint hier was? Hier muss doch irgendwas erscheinen. Ja, gut, aber hätte man wohl vorher vielleicht irgendwie eine Combo machen müssen. Bitter. Bitter. Aber nicht vergessen, es ist alles First Try hier. Blind, ne? Ich habe keinen Plan. Noch nie gespielt. Das war... Ja. Schwer. Dir fehlt die Flöte. Ja, die wurde schon in einigen Leveln benötigt, glaube ich. Wir versuchen mal, das Beste aus dem Abfall rauszupicken. Naja, also... Jetzt frage ich mich halt, was nehme ich? Pikachu und Zubat? Oder dieses gute Zubat-Bild hier? Ehrlich gesagt würde ich lieber auf sicher spielen und das hier nehmen. Das ist ein Rauchball, kein Pestball. Für mich sind es Pestbälle. Das Funkeln war Mewtwo. Hä, WTF? Schmeißt Smogon mit einem Rauchball ab. Ah, okay. Das ist auch irgendwie geil, das Bild, wegen dem Blick. Das Pummeluff retten. Hätte man das machen können? Ach ja, okay, wahrscheinlich mit dem Rauchball. Ja, gut, ja, gut. Ich denke, wir müssen das Level eh gleich nochmal machen, dann kann ich das ja versuchen. Hä, ich habe kein besseres Bild von dem? War ich echt so weit weg? Mann. Kapador auch wie immer Abfall. Die Bisasams am Anfang waren Ditto. No way! Und wie sieht man das? Aber das macht Sinn, weil ich habe mich schon gewundert, was macht das dieser Samen hier? Dammit. Oh, das sind immer schöne Bilder. Welches nehme ich jetzt?
Ja, schon das hier, ne? Dann Smogon. Er will doch immer große Bilder. Da kriegt er sie. Hummeluff. Wie es halb am Sterben ist. Ich denke, das war's. Die Augen. Ultrigaria muss ins Wasser geworfen werden. Ach Gott, als ob, ey. Schau auf die Augen der Bisasam. Ja, muss ich sie dann ins Gesicht abschmeißen mit irgendwas? Yes. Ich glaube, ich hätte noch mehr Rauchbälle schmeißen müssen. Das können wir ja versuchen das nächste Mal. Ich muss da eh gleich nochmal rein, bin ich sicher. Also, Slimer. Müllfoto, ne? Oder? Geht klar für ihn? Ey, 2K war 2K mehr als erwartet. Alles gut. Dann das Bisasam-Bild. Ist das besser als das andere? Weil zwei drauf sind und auch einer die Pose macht? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Schade. Großes Pummeluff. Ja, bewertet er auch entsprechend. Die Pose gibt noch ein K. Und eine Verdopplung. Wer hätte gedacht, dass das 3800 Punkte gibt? Dann will ich das hier aber auch. Ja, 3-1. Ey, alles gut. Alles gut. Bin der Letzte, der sich hier beschwert. Ran, ist okay. Aber auch dafür scheinbar noch über 2000. Geil. Schmeiße ich ihn das nächste Mal rein ins Wasser, dann wird es wohl in Satzenia oder irgendwas anderes passiert, keine Ahnung. Und was mit ihr? Geht auch noch durch. Wow, das ist eine übelste Überraschung. Ich dachte, wir werden hier noch heftiger abgestraft. Komm, das neue Bild ist tausendmal geiler als das alte. Ja. Das wird auch besser sein, weil zwei drauf sind. Was? Der exakt selbe Score? Ach, komm schon. Das ist doch viel geiler. Ich werde das jetzt auch picken. Danke für 3300 Likes. Das ist wirklich ziemlich viel. Wir haben fast 100.000 Punkte. Hey, was? Wir müssen drei neue Pokémon fotografieren für den nächsten Kurs, oder? Oh, tschüss. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal einiges von dem, was ihr gesagt habt. Also Ditto am Anfang. Schätze mal mit den Pestbällen abschmeißen. Yes. Ultrigaria ins Wasser schmeißen, dann kommt Satzenia oder whatever. Was kann ich noch machen, um neue Pokémon zu bekommen? Ja, das Spiel ist Englisch, weil der eShop nur diese Version hat, leider. Lächerlich, aber ist so. Mann, ich treff den ja nicht mal. Ihr habt recht, man sieht die Augen nicht. Natürlich, daran hätte man es erkennen können. Kein perfektes Ditto-Bild, aber... gut. War das jetzt nur das erste, was als Ditto zählt? Und hier kann man doch bestimmt noch irgendwo einen Slimog bekommen. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Garantiert kannst du irgendwie einen Slimog bekommen. Kann ich die hier auch in Ditto verwandeln? Habe ich ernsthaft vorhin keinen einzigen Pestball in die Richtung geschmissen? Wie lost bin ich? Und warum schmeiße ich jetzt keine Äpfel, damit sie sich umdrehen? Junge, hast du irgendwas gelernt? Okay, gerade noch die Sache gerettet. So, dann ihn hier abwerfen, habt ihr gemeint? Komm, treff ihn! Dann retten wir wohl Pummeluff. Vielleicht entwickelt er sich dann auch zu... ja, keine Ahnung. Fällt mir gerade nicht ein, der Name.
Scheiße, ich hab Pummeluff getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Smogmog wäre die Weiterentwicklung. Smogmog. Kommt der? Nein, der stirbt. Was zum Teufel? Hallo? Smogmog? Wieso kommt er jetzt nochmal? Der lässt ihn nicht in Ruhe. Digga, was ist das? What the? Wie kann ich den Honk da jetzt reinballern? Ah, okay. Okay, das war gut. Das war gut. Ja! Gut, 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 gut. Satzenia? Safe. Yo! Schön. Schön, 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 schön. Perfekt. Oh yeah, baby. Dann haben wir zwei. Aber ich brauche jetzt noch dringend ein weiteres. Hier, kann man da nicht noch irgendwas machen? Slimer ist schwierig zu bekommen. Ja, Scheiße. Mach den Vulkan. Wäre meine Notlösung, ja. Aber ich würde halt sehr gerne hier noch irgendwie was reißen. Pummeluff entwickelt sich nicht. Ja, nee, ich meinte Smogon. Wegen dem Pestball. Dass er dann vielleicht aufgrund des Giftes sich weiterentwickelt, aber nee. Was ist das für ein Scheiß? Aber dafür fehlt mir bestimmt ein Item, ne? Wirf doch das Slimer bei den mehreren Bisasams ab, das ist viel näher. Kann sein, ich musste mich aber auf die Diplos konzentrieren. Gibt's hier am Ende jetzt wirklich kein Secret mehr? Moment, Pummeluff singt. Oh, geil! LOL, das ist ja episch! Weil wir es gerettet haben, singt es jetzt hier für uns. Und ich hab's jetzt gestoppt. Könnte aber nochmal extra Punkte geben, ich weiß es nicht. Jetzt regt er sich sogar auf. LOL! Ah, Pummeluff. Okay, schön. Schön. Arktos? Hier ist Arktos? Ja, und wie? Was muss ich machen? Das ist ein Ei. Ach so, dann ist das Arktos da drin. Ja, bestimmt. Aber wie hole ich das raus? Also, die Dittos. Auf jeden Fall die Bilder, wo sie in die Kamera schauen. Ja, war halt nicht nah genug dran, ne? Aber... Okay. Das ist eigentlich alles Müll. Wird auch garantiert nicht besser sein als das andere. Satz 10, ja. Habe ich wirklich keinen besseren Shot? Dann nehme ich den. Das sieht aus wie ein Mann. Voll komisch. Dann Pummeluff. Ich glaube, du kriegst extra Punkte, wenn es Aggro ist. Würde ich jetzt mal schätzen. Und das Bild ist richtig geil. Brauchst die Flöte für Arktos. Achso, okay. Dann gib her, Eich. Also wir haben es jetzt leider nicht geschafft, die drei neuen Pokémon zu bekommen, aber trotzdem einen sehr, sehr geilen Fortschritt hier in der Höhle. Bam. Klar, Ditto hätte näher sein müssen, ich weiß. Das tut weh. Aber die Pose korrigiert es ein bisschen. Verdopplung und es sind zwei. Ja, versöhnlich. 2-4, alles klar. Das können wir wegschmeißen. Was? Wow, das kam mir doch noch gut ran, hey. Wir bleiben aber dabei. Und ich hoffe, dass er das fühlt. Es ist halt scheiße, dass es nicht von frontal drauf ist, ne? Aber hey, ist eine geile Pose, muss man sagen. Die Size ist okay. Ja, er fühlt die Pose. Nice. Weil es richtig schön bedrohlich ist, ne? Wonderful. Yo. Das Neue könnte besser sein, weil es näher dran ist. Wow, ja. Die Size ist ja mal übelst geil. Ja, tatsächlich. Fast um 1000 Punkte besser, das Foto. Und Pummeluff, Special. Size ist Müll, aber da kannst du nichts dran ändern. Pose in Taui. Ja, in Wien, es gibt
Hä, es gibt keinen Bonus dafür, dass es sinkt? LOL? Das alte Pummeluft-Foto ist Real Talk besser für ihn? Warum ist Bisasam weg? Bisasam war ja in Wahrheit Ditto, deswegen. Flöte gibt's erst bei 150.000 Punkten. Ja, boah, sonst nichts ist, ey. Okay, ich habe schon gelesen, beim Beach könnten wir mehr neue Pokémon bekommen. Das stimmt, aber ich habe irgendwie voll Bock auf Glurak. Deswegen machen wir den Volcano. Und den haben wir auch bisher nur einmal gemacht, deswegen, komm. Lass nochmal den Volcano durchziehen. Ich mache so ein paar Random-Fotos und achte darauf, dass ich am Ende dann das Glurak bekomme. Warte, kommt hier was raus, wenn du da einen Ball reinschmeißt? Habt ihr nicht sogar geschrieben, man muss den ersten Mini-Vulkan treffen? Aber hier passiert nichts. Ihr hattet doch gesagt, ich soll da reinwerfen, oder? So weit entfernt? Du hättest das singende Pummeluft größer drauf haben müssen. Aber wie? Wie denn? Okay, das ist auch gar nicht schlecht geworden, das Bild. Halt nur eins, aber hey, immerhin. Ja, und was jetzt da bei dem Vulkan nicht passt, verstehe ich nicht. Ich habe genau das gemacht, was ihr gesagt habt. Da ist ein Arcani. Ja. Kommt nur da nicht raus. Kommt mal beide. Und herschauen. Lol. Das war ein bisschen zu nah. Oh, ihr Dullis. Wie war das mit dem Glumanda? Ich glaube, das Glumanda-Bild war nicht perfekt, oder? Erst später wichtig, was in den Vulkan zu werfen. Okay. Den Rauch fotografieren? So ein Scheiß. Irgendwie zu sich herlocken? Nee, ne? Wobei sagten nicht einige, dass das irgendwo Halt macht? Das Lavados? Warte, hier noch geileres Glumanda. Freu dich und schau in die Kamera. Oh, dummes Vieh. Hier kommt, glaube ich, Carpador, oder? Nein? Schade. Aber das finde ich jetzt auch ein bisschen irreführend, weil dieser Ball hier, dieser Rauchball, der wurde doch eingeführt. Da ist Arcani! Also doch nicht am Anfang? Ja, dann alles gut. Alles gut. Lol. Oder vielleicht gibt es mehrere, keine Ahnung. So, und du gehst baden. Yes, haben wir sogar zwei neue Pokémon. Lurak. Oha, yeah. Hopp! Hier, Apfel, gönn dir! Flammenwurf, setz Flammenwurf ein! Hätte er sogar gemacht, aber es war zu spät, scheinbar. Es sah zumindest so aus, als hätte er zum Flammenwurf angesetzt. Egal, wir haben die zwei neuen Pokémon. Also sogar eins mehr, als wir brauchen. Und das Arcani war, glaube ich, sogar brutal geil. Sah zumindest richtig heftig aus. Das auch! Was für eine nice Pose! Er wird wahrscheinlich das andere mehr fühlen, weil er dumm ist, aber das ist so ein heftiges Bild. Hier auch, die küssen sich fast. Oh, so cute. So cute. Glumanda, naja. Abfall. Scheißegal. Dann für das Moltres haben wir ja schon
eigentlich für die Pose heftige Punkte bekommen. Farmen wir das einfach nochmal ab. Und Arcani. Doch hier, total anmutig! Wie ein King! Das Glurak-Bild ist heftig. Das auch! Ich nehme das, weil es noch so brutal ist. Das letzte Mal hat er gesagt, wenn die brutal schauen, dann feiert er das krass. Nein! Wir konfirmen. Okay. Ein Galopper. Bessere Size. Pose gleich geil. Aber das andere überwiegt wahrscheinlich wegen dem zweiten, oder nee? Doch nicht? Die küssenden Vulpix. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Well done. Ja. Genau das gleiche, schätze ich. Amanda. Das alte. Dann Arcani. 1000 für Size. Pose hat er warum auch immer nicht so heftig gefühlt, obwohl es so richtig schön anmutig dastand. Ah ja, und die fühlt er, weil da die Flamme gekommen wäre. Gibt also 4000. Nice, da ist er. Wait. Welcome back. Yeah. Ey, du machst einen richtig geilen Job. Auf zum nächsten Kurs. Die Welly. Yes. Scheint der vorletzte zu sein. Oha, so ein Diktri-Gebirge. Was ist das? Komm raus! Ach, das sind Schiggis! Das sind Schiggis! Hallo! Warum kommen die nicht raus? Mann! Banky? Banky! Kleinstein. Und Sandan. Aber beide halt nicht perfekt, ne? Ja, die greifen sich auch irgendwie gegenseitig an, keine Ahnung. Ach, man hat mehrere Optionen, dann ist ja gut. Da wird auf jeden Fall was dabei gewesen sein, denke ich. Die kommen auch nur mit den Pestbällen runter übrigens. Ah, shit. Georock, Georock. Hallo. Ach so, du musst das echte abwerfen, oder was? Nee, sind alle echt. Warum kommen die nicht runter? Verstehe ich nicht. Warum? Geht nicht. Macht keinen Sinn, ehrlich gesagt. Aber vielleicht haben wir da auch wieder kein Item.
Ey, Mankey ist ein Trigger fest. Sterndu, nein! Da waren wir jetzt zu schnell. Fuck. Ah, hier kommt doch auf jeden Fall noch Garados oder so. Hallo. Na komm schon! Dragoran sogar. Ja, deswegen war hier auch ein Dratini, habe ich die ganze Zeit schon gesehen. Komm mal her, Dratini! Oder ist er jetzt weg? Egal, Dragoran haben wir. Ist eh geiler. Lol. Und Shiggy? Der sich jetzt versteckt, oder was? Was zum Teufel? Was habe ich gemacht? Ich habe es dazu gebracht, es anzugreifen. Damn. Ach so, aber jetzt haben wir hier wohl die Möglichkeit, eine geile Pose für es zu machen. Aber hier ist wieder so ein Schalter. Wie bringe ich den jetzt dazu, auf den Schalter zu jumpen? Muss ich ihn so herlocken? Komm. Komm. Hier auf den Schalter. Shit. Ja, hier scheint es auch einige Secrets zu geben. Rauchball in den Strudel. Ja, habe ich ja gemacht. Aber was muss ich machen, damit er den Schalter aktiviert? Hey, was war das? Was war das? Achso, das ist das Ziel. Garados gibt's ja, aber ist kompliziert. Ah, shit. Shiggy wurde wie ein Koopa zurückgeballert. Ist halt echt so. Umi Biyoshi Himi, danke für die Mitgliedschaft. Viel Fehlinformation gab's vorhin beim Vulkan, meint Evolution. Im ersten Lava-Krater, soweit bist du noch nicht. Akani kommt bei dem dritten am Ende. Aber nur mit Glück. Okay. Ebros TV, danke für die Mitgliedschaft. Toffi, letztes Mal 5 Münzen da. Folge dir schon so lange, ihr wollt einfach mal Danke sagen. Danke dir, danke. Und bei dem Rätsel Fleckmann und Mushas ist gleich locke Fleckmann zum Angeln mit Äpfel zum Angelplatz. Außerdem Größe ist schwer, zu groß ist wieder negativ, wie bei Zubat. Glitzen bei Pokémon sind spezielle Events und bringen meist extra Punkte. Ach, du meinst Glitzern, glaube ich. Stream Elements ist eigentlich besser, oder? War mir jetzt nicht sicher, meinten die Miro. Ja, also sind halt geringere Gebühren. Also ja, doch, an sich ist es besser, hast du recht. Das sind meine einzigen Shiggy Picks, also kannst du eigentlich wegschmeißen. Hier freuen sich beide extrem. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Ich hoffe, dass er das auch so sieht. Hä, was ist das hier? Sandan? Ja, gut. Müll. Wo gibt's Zapdos? Im zweiten Level angeblich. Dann, wie ich die runterlocken soll, keinen Schimmer. Sterndu ist ja sogar noch okay geworden. Dragoran. Besondere Pose, wird immer besser bewertet, also nehmen wir die. Und Mankey. Auch Top-Größe. Ja. Wie bringe ich jetzt bitte jemanden dazu, auf den Schalter zu jumpen? So, erstmal zu den Punkten. Kleinstein. Gibt 2-3, alles klar. Dann das Sandan, bin ich eigentlich nicht zufrieden mit, aber man nimmt mit, was geht. 2-5, Lul. Gibt echt einige Überraschungen, ne? Georock. Kann nichts werden, wenn sie umgedreht sind, verstehe ich auch. Sterndu. Viel besser, als ich dachte. Dragoran muss er unnormal fühlen, bitte. Yes. 4000. Und noch das Mankey. Eigentlich auch geil, ne? Yeah. Also sehr schmackhaft. Und dann über 100k. Er weist mich nochmal auf den Schalter hin. Ja, den müssen wir auf jeden Fall drücken, ne? Aber wie?
Ihr müsst mir sagen, wie. Rauch auf Mankey, dann geht er auf den Schalter. Aber ich habe doch alles Mögliche auf den geschmissen. Yes. Oder muss ich mehrere schmeißen und ihn dann auf diese Weise auf den Schalter stoßen? Schubsen, wie auch immer. So scheint es zu sein, ja. Was ist mit den Georocks? Wie kriege ich die runter? Oder die Schickis hier? Kann sie auf jeden Fall nicht an Land locken. Ach doch, wenn man sie genau trifft, dann wird einer weggeschossen. Hä, Tratidi? Und ein Schicki. Yay! Okay. Das ist übelst geil. Das war übelst geil. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Happy Pick irgendwie hin. Ah Mann, dieses Sandern. Das stört voll. Kommt vor allem jedes Mal. Ja, gut. Die Bilder waren zwar zufriedenstellend, aber wir wollen natürlich trotzdem was Geileres bekommen, nach Möglichkeit. So, wenn sie sich einzeln freuen, glaube ich, kann man da auch mehr draus machen. Ist hier auch schon ein Georock oben? Das kann ich aber nicht treffen. Nee. Vielleicht muss man ja alle Kleinsteine runterschmeißen und dann kommt er von alleine. Tatsächlich! Oh, no! Und da ist auch noch ein Sandama. Ja, das muss man alles wissen und dann natürlich früher reagieren. Wir haben das Bild, aber es ist halt kein sonderlich gutes. Immerhin. Dann habe ich vorhin noch was mit Wasserfall gelesen. Könnte der hier sein, keine Ahnung. Kommt da was? Kann sogar sein, weil hier wird's ein bisschen langsamer. Nee, doch nicht. Hier ist nichts. Warum? Weil hier wird es echt auffällig langsam. Oder ist es wegen denen da? Aber ich habe echt keinen Plan, wie du die runterstoßen sollst. Garados ist hinter dem Wasserfall. Aber da kam nichts! Oder meint ihr einen anderen? Kann natürlich auch sein. Gab's noch einen anderen? Jedenfalls da vorne war ein Dratini, das habe ich gesehen, aber ich habe mich natürlich auf den Strudel konzentriert. Kommt der nochmal? Sau schwer. Komm, spring nochmal. Ja, top. Okay, alles gut. Wunderbar. Komm, Dragoran nochmal. Hallo. Na, dann halt nicht. Ein schönes Schicki-Bild haben wir eigentlich schon. Mankey. Rasaf gibt's doch safe auch noch irgendwo. An dem Wasserfall kommt Garados. Wo ich gerade war? Da war Starmie beim Wasserfall. WTF? Ich habe da 200 Bälle reingeschmissen. Sogar an verschiedene Positionen. Warum ist das Mankey denn jetzt nicht da? Ach, weil man... Ja, okay. Das Schicki, was den da runtergeballert hat, das ist dasselbe. Bei dem Strudel kommen Starmie. Hm? Da war doch das Dragoran drin. Naja, dann holen wir uns erstmal die neuen Pokémon. Aber ich habe es leider nicht geschnallt, dass das eine Mankey dasselbe war, was auch beim Schalter steht. Pff, fuck. Goldini? Wieso gibt es denn hier so viele Pokémon, die ich einfach nicht finde?
keine Ahnung. Alles Abfall. Dann einmal Sandana. Hauptsache, wir haben es. Dratini. Das ist doch übelst nice, oder? Ja, und dann nochmal, komm. Schnell Punkte abholen und weiter geht's. Was meinst du zu dem Shiggy? Ist gut? Ja, kann man leben, ne? Einstein. Noch besser. Okay. Sandan. Schlechter als vorher. Dann nehmen wir bei den beiden mit, was geht. Wobei er das Sandama halt wirklich überhaupt nicht gefühlt hat. Dratini-Pose. Schmeckt. Jo. Okay. Dann haben wir ja schon fast die Flöte. So, jetzt müssen aber die entscheidenden Punkte ausgeführt werden, damit wir weiterkommen. Goldini springt nur sehr selten, zufällig aus dem Wasser. Ja, moin. Garados, bei Diktriberg, Räucherball ins Wasser, ballern bis Carpador kommt, Mankey haut's weg, am Wasserfall bei Geo... Ah, das ist zu kompliziert, das werde ich nicht schaffen. Ich habe vorhin noch gelesen, ich soll die fotografieren, die Felsen, aber es wird nichts. Mankey haut's weg, am Wasserfall bei Georock. Ich muss ja scheinbar dieses Mankey irgendwie treffen, oder nicht? Wird nix. Ich hab mal ins Wasser. Also es kommt ein Dratini, aber... Oh, sonst nichts. Und vor allem kein Carpador, was dann irgendwie auf das Mankey losgeht, hä? Aber das ist dann da mal in einer besseren Position. Naja, wobei. Es geht. Kommt er nochmal raus? Ach, die stehen jetzt zusammen da. Okay, also das sind auf jeden Fall zwei bessere Versionen als vorher. Das ist mal klar. Jetzt zu Garados. Oder wer auch immer. Vielleicht auch nur Starmie, keine Ahnung. Ins Wasser werfen? Aber ich habe doch Millionen Bälle ins Wasser geworfen. Da ist nichts passiert. Weder bei dem Diktriball. Okay, hier jetzt schon. Aber das Carpador sollte angeblich bei dem Diktriball erscheinen. Tut's aber nicht. Ah, was sag ich denn? Ball? Ich meine... Bei den Diktri-Steinen. Aber hier ist jetzt trotzdem kein Starmie. Ich check's nicht. Ja, egal. Wir müssen auch nicht jedes Pokémon bekommen. Ich will weiterkommen. Darum geht's mir hauptsächlich. Sandama kommt nur, wenn Georock runterfällt. Achso, gut. Das ist gut. Alles klar. So, jetzt wichtig. Wir müssen das treffen hier. Ein Ball reicht, ja? Oder? Hallo, wo ist der Shiggy? Wo ist denn das Shiggy hin? Wie habe ich das denn gemacht vorhin? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Es ist unglaublich.
Aber ich werde trotzdem nicht retryen, weil wir müssen die beiden Picks von Sandama und Dicky abspeichern. Im ersten Versuch habe ich das Mankey hier hinbekommen, aber halt nicht auf den Schalter. Und jetzt kriege ich das Mankey nicht mehr hier hin. Falsche Richtung. Was ein Trash. Na komm, dann speichere schnell ab hier. Carpador mit Gasball treffen. Ah ja, okay. Kann ich gleich nochmal machen. Hier ist am Essen. Ist eigentlich ganz geil. Hier das gleiche. Oh, ist sogar schön, das Carpador-Bild. Die Verzweiflung, die bei Dom Tendo jetzt reinkickt, fühle ich hart. Das ist halt schon fies. Okay, Schnelldurchlauf. Yo, das Dratini-Bild ist sogar ein Ticken besser als das alte. Dann das hier auch garantiert, allein schon, weil er viel größer ist. Jupp. Bei Sandama dasselbe, oder? Ja, safe. 2,8. Dieser Kurs ist auch echt anspruchsvoll wegen der Geschwindigkeit. Ja, ich merk's. Carpador ist besser wegen der heftigen Position. Nee, doch nicht, schade. Keine Verdopplung. Ja. Dann zum Versuch 3000. Ey. Ein paar Punkte mehr gab's auf jeden Fall. Aber jetzt möchte ich's schaffen. Ansonsten wird geretried. Starmie und Gyarados ist ein Bonus. Weiterkommen will ich aber. Gyarados ist schwer. Das Mankey vor den Dicta-Bergen denken dir eine Linie zum Wasser, dort wo das Land und Wasser sich treffen. Eine kleine Ecke. Dort einen Rauchball hinwerfen, dann kommt ein Carpador und das musst du beim Wasserfall nochmal abwerfen. Das. Hier. Das. Muss ich das jetzt? Ja, doch! Es hat geklappt! LOL! Aber das heißt, es hat vorhin auch schon geklappt und ich hab's nicht gesehen, oder? Weil das Carpador war ja bei dem Wasserfall. Das war ja beim Wasserfall. Aber wir haben diese Szene hier nicht gesehen, dass er das so weggeschmissen hat. Hä? Okay, aber wir sind jetzt dran. Wir sind jetzt dran, Leute. Ich glaube, von Sandern habe ich noch kein so heftiges Bild. Na egal. Ich will jetzt weiter. Ich will jetzt wirklich weiter. Was mit Starmie? Irgendwie, ich weiß nicht, aber die Tipps zu Starmie und Gyarados sind die exakt selben. Verstehe ich nicht. Ah, Random Goldini, komm raus! So lächerlich. Wer soll denn da reagieren? Ich. Okay. Hab nichts gesagt. So, dieses Carpador, das müsste jetzt beim Wasserfall nochmal kommen. Hoffe ich. Oder? Ja, aber wieso? Warum kommt er nicht?
lächerlich. Es ist lächerlich. Komplett. Warum sind die jetzt zu zweit? Ach, jetzt! Komm, jetzt, Tabi! Oh, lol! Wo bist du hin? Ah! Es sind sogar 50 gefühlt. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gemacht habe, aber okay. Dann haben wir jetzt Dami. Und du, kleiner Fucker, mach deinen Job. Hast du verstanden? Na, endlich. Aber was war mit dem Körper da? Links an Land. Alle haben gesagt, Wasserfall. Geh auf den Schalter. Warum? Ich habe vorhin alle Bälle in seine Fresse geschmissen. Ach komm, egal. Egal. Carpador fällt auf die andere Seite des Ufers, oh, da, wo die Georoks sind, und wenn du es triffst, fällt es in den Wasserfall. Die Info wäre vorher heftig geil gewesen. Hä? Was hat denn der jetzt für ein Outfit? Oh, hi, Domtendo. Es wundert mich, dich hier zu sehen. Du fragst sicherlich, was ich hier mache, ne? Ja, ich bin halt wieder am Knechten und so. Hier sind scheinbar 6 Pokémon-Schilder versteckt auf dem Island. Die haben was zu tun mit ganz seltenen, krassen Pokémon. Diese Schilder... Keine Ahnung. Ein Schild ist am Mountain, also am Berg. Es sieht aus wie ein Diktri. Ich kam her, um es mir anzuschauen. Wie auch immer. Ich kann aber jetzt nicht weiter hier rumlaufen. Ist mir zu gefährlich so. Hast du es vielleicht gesehen? Aber warte, ich habe eine Idee. Wenn du das Pokémon-Schild findest, mach ein Bild davon. Habe ich sogar. Als wenn es ein Pokémon wäre. Vielleicht können wir dann irgendwas rausfinden. Wait. Ich mach mal für die Pokémon-Schilder eine weitere Seite in dem Report auf. Ich sehe dich später. Ich habe das sogar ein paar Mal fotografiert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich es in diesem Run gemacht habe. Wahrscheinlich eher nicht. Sag mir jetzt bitte nicht, Digga, ich muss nochmal da rein. Pokémon-Zeichen. Ja, gut. Ist auf jeden Fall ein schönes Wandern-Pick. Dann Goldini haben wir Glück gehabt. Ja, irgendwas. Komm, nicht so wichtig. Pokémon-Zeichen, nicht Schilder. Ja! Okay. Haben wir da irgendwo einen Double-Pick? Nein. Schade. Was ist aus dem Starmie geworden? Ja moin, Alter. Das darf ja nicht wahr sein. Alles Müll einfach. Alles Müll. Muss ich jetzt die ganzen Schilder ablaufen? Weil da waren ja wirklich einige. Yes. Vor allem auch in den anderen Kursen. Oh, nö. Das müsste besser sein als das alte, oder? Ja. Well done. Okay, nochmal ein Taui bei Sandan rausgeholt. Goldini ist komplett neu. Wonderful. Und schmeckt. Fortini wird nix. Sterndu, knappe Kiste. Ja, knapp daneben. Starmie. Er ist gnädig. Er ist gnädig bei Starmie. Jedes Level hat jetzt ein Pokémon-Zeichen. Ach du Scheiße. Welcome back. Er kam zurück.
Hier ist etwas, was dir die Suche nach den Zeichen einfacher macht. Wäre es nicht geiler, wenn sich das Zero One etwas schneller bewegen könnte? Ja, doch. Ich habe jetzt eine Turbo-Engine eingebaut. Drück einfach R und du kannst boosten. Alles klar. Dann such bitte die Zeichen und schau dir die an. Nö, mach ich nicht. Oder? Ja, okay, doch. Bevor wieder rumgeflennt wird, Pokémon sein. Aha. Also. Kingla, Pinsir, Smogon oder Smogmog? Dictry, Mewtwo und Tragosso. Also irgendwo auf der Insel sollen Kingler-Steine, also Steine sind die aussehen wie Kingler. Und im richtigen Winkel sollte dann das Pokémon auftauchen oder so. Alter, muss ich die jetzt wirklich alle finden? Elf Pokémon noch, dann hast du alle. Also es wird bestimmt in jedem Level 1 sein. Und ihr dürft mir auf jeden Fall sagen, wo die sind. Beim Strand direkt links. Was? Ach hier, oder? Ich habe doch gesagt, dass dieser Ort seltsam ist. Sieht aber kein Kingler. Ich verstehe das nicht. Ach doch, hier! Oha! Lol, das ist mir nie aufgefallen vorher. Ja, jetzt einfach durchspeeden, oder? Wir brauchen ja nur das Sein. Flöte haben wir nicht, also können wir das Relaxo nicht aufwecken. Aber wir können das Kangama umdrehen. Das geht. Hey! Die laufen mir einfach vors Visier. Ist hier auch was eigentlich? Boah, ich bin so dumm. Ich hätte die ganze Zeit schon hier was reinwerfen müssen, oder? Warte, wir machen mal einen Retry. Wir boosten mal rein hier. Dann geht das ganz schnell. Aber ich würde ganz gerne ein paar verborgene Pokémon noch raustriggern hier aus der Geschichte. Also. So. Sein haben wir. Dann Lapras fotografieren, wenn er da ist. Nein? Warum? Doch, hier. Ich glaube, dann kommt es mit, ne? Weiß aber nicht, ob das negativ ist, wenn ich so booste. Und das hier im Blumenbeet, das könnte ja Sichlor sein. Der kommt bestimmt mit einem Pestball raus. Oder? Etwa nicht? Doch! Ah, ja! Okay. Geil. Dann hat sich da der Retry auch schon gelohnt. Dann haben wir hier zwei Pikachus. Sicherlich auch übelst süß, wenn sie sich freuen würden. Ja, gut. Da waren wir jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber schöne Pikachu-Bilder, ja, doch. Kommt hier noch was aus dem Wasser vielleicht? Nö. Ah, doch. Genau in dem Moment wäre jetzt da noch Carpador rausgesprungen. Super. Lapras habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen, ne? Egal, Sichlor war wichtiger. Und dann gönnen wir uns halt noch ein gescheites Kangama-Bild. Wobei, da ist es. Komm mal vor. Da ist auch noch ein Carpador, aber das wird einfach nie funktionieren. Dreh dich um. Hallo. Aha. Yo.
Aber wo ist das Lapras? Irgendwas läuft immer schief. Mann! Na egal. Das ist auf jeden Fall ein großer Zugewinn. Bin zufrieden. Wir haben noch Sign, 2 neue Pokémon. Passt. Taubsi abwerfen am Ende. Ah, schade. Wirf am Strand Äpfel zwischen Pikachu und das Surfbrett. Ich habe kein Surfbrett gesehen. Aber ich bin auch nicht hier, um alle Secrets zu lösen. Nice to know auf jeden Fall, aber ist dann etwas too much. So, das hier ist ein perfektes Bild von dem Sign. Sichlor. Ja, würde ich das hier nehmen. Da ist es noch voll in der Attacke drin. Die Pikachu ist halt ein bisschen lost. Naja, besser als nix. Lapras wollte halt nicht näher kommen, leider. Und Kangama. Das hier. Du warst schon näher. Ist das nicht der rollende Ball bei Evoli? Besiegtes Mauzi? Hast Chanera verpasst? Hä? Was? Sir? Helle? Achso, ich hätte den... okay, gut. Man muss wahrscheinlich den rollenden Ball noch mit irgendwas abwerfen, ne? Ja. Ich habe gerade vergessen, dass es nicht gezählt hat, als wir es zum allerersten Mal fotografiert haben. Wahrscheinlich, weil es eingerollt war. Schade. Naja. Auch hier kann man nicht alles haben. Oh, das wird niemals besser als das andere Pikachu-Bild. Ne, auf keinen Fall. Aber auch verdient. Lapras auch nicht so geil. Aber Kangama. Yeah. Schön. Besiegtes Mauzi auch keine Chance gegen die Pose. Oh yeah, das ist genau das Sein, wonach ich gesucht habe. Wundervoll. Dann auf zum nächsten. Ja, Chanera war der Ball. Ja. Habe ich zu spät geschaltet. Ich habe vergessen, dass es beim ersten Mal nicht gezählt hat, als wir Evoli und das abgeschossen haben. Da wurde es nämlich nur mit Fragezeichen angegeben. Da muss man bestimmt so einen Gasball hinschmeißen. Naja. Es gibt seltene Pokémon-Posen. Ach, warte, komm, wir gehen gleich nochmal rein in den Aal, weil jetzt haben wir die Flöte, dann können wir auch das Relaxo noch machen. Ach, komm schon, ey. Kann verschiedene Musik abspielen. Wahrscheinlich auch verschiedene Posen dann triggern. Uff. Okay, ich booste nochmal schnell rein, um mir Relaxo und... Chanera zu holen. Und irgendwas war doch noch mit den Taubsis am Ende. Ach so, hier ist das Surfbrett. Ich sollte Bälle zwischen... Ach, der stellt sich dann da drauf, ne? Ja, okay. Moment. Wie bringe ich das jetzt dazu? Apfel reicht auch. Bei Chanera? Okay. Also, Pikachu, geh mal zu deinem... Nein! Ja, ich bin auch selber schuld. Du sollst zu dem Surfbrett gehen, Pikachu. Verstanden? Los. Vielleicht werfe ich auch zu viele, ich Depp. Hey, das Dodu! Was ist das für ein Huren? Was auch immer. Mann, das Dodu hat jetzt versaut. Lächerlich. Oder kommt er noch? Kommt er noch? Ja, besser als nix. Aber das wird auch auf keinen Fall mehr Punkte geben als das andere Pikachu-Bild, weil das war zu wild auf dem Ball. Auf dem Elektroball. So, wie mache ich jetzt die Musik? Unten. Ah ja, okay. Lol, willst du mich verarschen?
Kann man ihm nichts zu essen geben? Der fällt direkt wieder um. Lost! Aber egal, wir haben die Bilder von ihm. Der ist ein bisschen zu müde, glaube ich. Sichlor mag nicht nochmal. Warum? Na, egal. Weiß auch gar nicht, wie ich die zwei Pikachus hier getriggert habe. Ganz, ganz komisch. Hier war doch was mit Carpador, oder? Wir brauchen endlich mal ein gescheites Carpador-Bild. Es ist super schwer, den im Rockdot zu haben. Und hier was Heftiges? Nö, das ist eine Mauzi. Wo zum Teufel ist denn jetzt Evoli mit seinem... Ach, da. Stopp! Treffer. Oh, cute. Beste. Wäre noch besser gewesen, hätten wir vorher einen Apfel geschmissen. Alles klar. Komm, Lapras, komm. Wahrscheinlich auch wieder zu spät. Aber egal. So, mit den Taubsis war jetzt hier noch was. Abschießen soll ich sie. Dann boosten wir mal ein bisschen. Ach, vielleicht muss man das Mauzi retten. Naja, das hat leider nicht geklappt. Aber er hat es auch nicht verdient, sagen wir mal ehrlich. Sichlor erscheint leider nicht immer. Als ob es wirklich Pokémon gibt, die nur durch Zufall erscheinen können. Das finde ich scheiße. Flo, danke für 4-mal eine Münze. Stern, du musst man fotografieren, sodass sie einem folgen. Dann kommt im Strudelstarm ihr raus. Ah, ja. Das zweite Zeichen im Tunnel, da brauchst du die Flöte. Ja, top, haben wir ja jetzt. Lock Pikachu zum Ei und dann spiel sie. Das ist sehr schwer. Du siehst es als Hinweis hinter dem ersten Alpollo an der Wand, aber das kannst du erst kriegen, wenn du die Flöte hast. Wir versuchen es gleich mal. Naja, wirklich draufstehen tut es Pikachu ja nur hier bei dem Shot. Alles Schmutz. Safe das erste. Oder? Nee, dieses. Oi, so süß. Okay. Weiter. Arctos auch mit der Flöte. Stimmt, wo war das nochmal? Surfing Pikachu? Okay, gibt direkt einen Tausender wegen Special. Aber hat halt, wie gesagt, keine Chance gegen das andere. Oder? Nee. Oh, doch, weil das auch nochmal verdoppelt wird. What the fuck? 5000. Ja, Pikachu ist halt einfach broken, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. 5k. Das ist schon übelst heftig. Dann für ihn hier. Auch nochmal, fast 4000, geil. Bleibt beim Alten. Okay, aber wir kommen den... Ja, nee, haben die 150 geknackt. Juhu. Welcome back. So, Tunnel. Yes. Also, zweites Zeichen im Tunnel. Braucht man die Flöte. Lock Pikachu zum Ei und dann spiel sie. So viel habe ich verstanden. Der Rest ist ein bisschen abstrakter. Aber wir probieren es mal. Aus dem Weg. Ich will boosten. Hallo. Wie bitte? Die Pikachus auf dem Baumstamm sind noch wertvoller. Die können bis zu 9000 hochgehen. Das ist ja abnormal. Warum sind da jetzt zwei Kokuna auf einmal?
Den hätte ich runterholen müssen. Komm her. Scheiße. Kann ich das nicht irgendwie dazu bringen, dass es da bleibt? Aber soweit ich weiß, war Eich mit dem Kokuna-Bild eigentlich zufrieden. Ah ja, hier ist das Ei. Ist das dann Zapdos? Oha. Ja, moin. Zapdos, wo bist du? Jetzt haben wir halt nur ein seitliches Bild leider, aber es sieht trotzdem episch aus. Das war jetzt aber das Legi, das war ja nicht das Sein. Dummerweise habe ich auch nicht aufgepasst und nicht geschaut, welches Pokémon das Sein ist. Muss ich zugeben, also es war jetzt ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Du hast das Relaxo nicht registriert. Och Mensch, ich wusste, dass das irgendwann passieren wird. Das ist aber auch so dumm gemacht. Du verlierst da so heftig die Übersicht. Wo ist das Sign? Ach, da! Zählt das? Ja. Okay. Ich glaube, das ist auch nur da, weil wir das Zapdos dazu gebracht haben, die Energie aufzuwenden. Stimmt's? Guck mich an. Okay, jetzt haben wir wenigstens auch ein gutes Magnetido-Bild. Komm, schneller, ich drück doch auf Boost. Okay, ey, das mit den Relaxo, das geht mir schon wieder auf den Piss. Aber ich wusste, dass das irgendwann passieren wird. Weil du verlierst so krass die Übersicht bei den Bildern. Scheiße. Ja doch, das ist eigentlich ein richtig geiles Pikachu-Bild. Wo es Donner einsetzt. Dann Zapdos, genau das gleiche. Keine Ahnung, ob er das Bild fühlt, aber das zeigt Zapdos Macht auf jeden Fall. Wir probieren es mal. Dann hier das Sein. Und das gute Magnetilo. Okay. Magneton habe ich schon, ja. Also, Donner Pikachu ist auch ein Special. Und übertrumpft das nicht. Okay. Zapdos. Wonderful. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Kein Hype, aber in Ordnung. Wobei ich schon finde, es sollte extra Punkte für legendäres Pokémon geben. Ich meine, was ist das? Hallo? So, dann hat er hier sein Sign. Wir kommen auf die 1,58. Welcome back. Ich schau nochmal, welche Pokémon das jetzt noch waren. Bei den Signs. Dieses Smogon hier. Hat mit dem Smoke zu tun. Er ist beim River. In der Nähe eines Baumes. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ehre für 4000 Likes. Jo, schließe ich mich an. Danke dir, Benjamin. Faszinierendes Spiel. Macht neugierig auf das Neue. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Jetzt haben wir aber noch nichts vom Volcano gelesen, oder? Doch. Oder nicht? Wobei doch, am Vulkan war doch was mit am Anfang.
Ah doch, hier, jetzt kommt der Vulkan mit am Anfang und Pestbällen. Okay, ich probier's aus. Ach nee, Moment, ich muss es... Oh, ja, ja, okay, 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 ja. Oh, wieso? Jetzt! Ja, alles klar. Haben wir... Mehr ist hier ja nicht, oder? Gab's hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wobei, was ist mit Vulnona? Muss es doch auch noch irgendwo geben. Oder nicht? Den Rekord an Punkten hat Mew mit 10.000. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem besonderen Pokémon. Angemessen. Dass Pikachu so viele Punkte gibt, das triggert mich halt einfach nur. Ich werde endlich ein gutes Carpador haben. No chance. Oh, Fukano! Okay, das ist ja scheinbar wirklich random, was da rauskommt und ob da was rauskommt. Alter, das ist lächerlich. Dann wird Vulnona wahrscheinlich auch random aus den Vulkanbehältern kommen, mit Glück. Lol. Ja, Fukano hatten wir noch gar nicht, von daher ist das auch wieder ein Gewinn. Schöne Sache. Alles gut. Vulnona gibt es nicht. Was? Und wieder das Ei abgeworfen. Warum? Warum nicht, ist die Frage. So, das Sein. Fukano? Ja, sind halt alle relativ weit weg, ne? Aber habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, dass der jetzt hier noch auftaucht. Schmutz. Yes. Also Vulnona fühlt sich bestimmt benachteiligt. Sehr, sad. In dem Spiel ist nahezu nichts random. Doch, safe. Ich habe ja vorhin auch alle Behälter mit dem Pestball abgeschmissen und es kam nichts. Außer ganz am Ende, Akani. Und jetzt kamen zwei Fukano, also. Wonderful. Oh, aber das gibt dennoch 3100, das Fukano. Wonderful. Schön. Yeah. Es gibt in Pokémon Snap nur 63 Pokémon, schreibt Jonas Söllner. Okay. Was hältst du von den neuen Pokémon-Spielen? Naja, nicht so viel. Ist halt schon rapide abgestürzt zuletzt. Aber das Thema haben wir in Let's Go schon ausgiebig besprochen. So, der River. Weiter geht's. Hier war irgendwas mit den Bäumen. Was muss ich machen? Es kommt eine tanzende Glumanda-Gruppe, wenn du das Ei nicht abschießt. Okay, ja, gut. Gut, das wäre dann vielleicht noch ein bisschen besser in Bezug auf Glumanda gewesen. Aber, again, wir wollen es einfach nur durchspielen. Und haben jetzt schon mehr gemacht, als eigentlich vorhergesehen. Ach, hier war ja auch noch das Giflor. Das Giflor, Leute. Nicht vergessen. Das nächste Zeichen ist beim Giflor. Ah ja, umso besser. Oh, und hier, Lamus. Er muss zum Schild, oder? Moment, muss ich den da hinboxen? Move your fucking ass! Ey, diese dummen Drecksviecher. Ja, jetzt bewegt er sich und warum vorher nicht? Geh schnell! Schneller! Fleckmon sollte aussterben. Real talk. Nur deswegen mache ich nochmal Restart. Ich will ein schönes Lamus haben.
Boost. So, und wir hatten eigentlich auch noch ein ziemlich beschissenes Quapsel, oder? Ja, aber die triggern mich auch, ehrlich gesagt. Egal. Ja, geh mal dahinter. Geh schon! Was ist denn dein Problem, ey? Mach. Es dauert auch so ewig, bis er seinen Schwanz da reinhängt. Oder geht es nur beim zweiten? Weil hat da nicht jemand geschrieben, es geht nur beim zweiten? Nee, doch, passt alles, okay. Also ich hab's schon mal, bessere Pose noch. Yo! Alles klar. War hier drüben nicht schon... Wie will man denn das beides machen? Wir speeden durch. Braucht zwei Durchläufe, das ist sonst absolut nicht möglich. Weil Lamus und Giflor so ziemlich am selben Spot sind, dummerweise. Gibt's hier noch was Verstecktes? Boah, Carpador ist so ein Trigger. Okay, das Porygon ist, glaube ich, noch geiler als das andere. Ja, ja, auf jeden. Okay. Hier gibt es auch super viele. Ich nehme mal den Shortcut, dann sind wir schneller durch. Manches braucht halt Vorbereitung, gerade Flagborn ist sehr lahm. Ja, das meinte ich ja. Also das beides zu machen gleichzeitig ist schon... kaum möglich. Leider, auch wenn es jetzt reintriggert. Kannst auch Level verlassen. Achso, bleibst du alles gespeichert denn? Okay. Carpador will auch einfach nicht perfekt sein. Das andere war noch größer, ja, aber... Nee, benimm das. Auch wenn es sich nicht gefreut hat. Geil genug, aber für Lamus gibt es 2,7. Okay. Carpador. Wieder nicht besser. Naja. Porygon? Auf jeden Fall. Muss sein. Ja, 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 ja. Okay. Ein Tausender mehr. Gespeichert und nochmal rein. Auf zum Sign. Ich kann ja jetzt nochmal hier versuchen, was mit den Quapseln auf die Beine zu stellen. Aber es ist sehr schwer. So, dann move der weiter. Am Ende sind sie dann ja zu dritt. Aber ich brauche ein geiles Bild von allen. Hier. Apfel essen. Wollen sie nicht, ne? Wollen sie einfach nicht. Muss man den nochmal mit so einem Giftball abschmeißen? Keine Ahnung. So. Hier einfach nur Musik spielen, oder was? Kommt er dann raus? Aber wo ist das Sign? Ist das das Sign? Ich glaube schon. Das ist das Dragosso, auf jeden Fall. Es zählt aber nicht.
Ah, doch, jetzt. Okay. So, und ich kann jetzt auf Beenden gehen, meint ihr? Das wird gespeichert, ja? Ja, lol. Na dann. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ihr seid zwar näher. Oder soll ich das nehmen? Ich weiß nicht. Nein, komm, die Pose ist so geil. Das wird er wahrscheinlich wieder nicht appreciaten, aber trotzdem. Die Floor. Dann dieses. Sein. Und... dann. Jetzt macht er alle Pokémon. Nein! Komm, es ist viel besser. Ja, Tausender für die Pose. Schmeckt. Well done. Aber trotzdem keine Verdopplung. Was ein Arsch. Lächerlich. Wonderful. Oh, wonderful. Perfekt. Du, 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 du. Zwei Signs noch, Leute. Let's go. Und zwar Mewtwo. Deswegen meinten auch welche, dass in der einen Höhle das mit Mewtwo zu tun hat. Ja, das haben wir dann ja schon gesehen eigentlich. Nur konnten wir es noch nicht triggern. Und das hier ist relativ klar. Es fehlen aber nur noch vier Pokémon. Real Talk? Cool, wie die Flöte andere Musik spielen kann. Ja, das hat Eich auch gesagt. Also man kann da immer auch andere Musik zu hören bekommen. Ja, suchen wir erstmal nach Mewtwo. Wir haben ihn schon so in Ansätzen gesehen. Aber ich weiß nicht, was man da machen muss. Ich schätze mal auch wieder Pokéflöte spielen. Jetzt kannst du auch 100% machen, wenn du alle Pokémon fotografierst. Wir schauen mal, Mann. Wir schauen mal. Aber nicht vergessen, Relaxo hat nicht gespeichert. Und war hier nicht was mit Slimog? Ich weiß ja nicht mal, wie ich den bekomme. Diese Slimer, die sind für mich super verwirrend. Und wie habe ich das Mewtwo getriggert? Arctos, Slimog, Garados. Relaxo und vier weitere, dann hast du alle. Okay. In der Höhle fehlt hier Slimog und Arctos. Was muss ich für Slimog machen? Irgendwas mit ihm, oder? Oder? Ich habe ihn getroffen, aber nichts passiert. Oder? Nee. Ich brauche Anweisungen für Slimog, Leute. Dreimal Rauchball? Also doch. Ich glaube, ich habe ihn zweimal getroffen. Mann. Ach, es ist so... Mann, Digga, ist lächerlich. Triff einen Slimer dreimal mit Rauchball und es entwickelt sich. Das gibt's doch nicht. Na gut, dann kriegt er jetzt aber voll einen rein. Wo ist er denn? War das nicht hier? Slimer? Hä? Kommt der erst, wenn man die anderen getriggert hat? Oh Gott, ist das schrecklich. Also Slimog ist ja wirklich das furchtbarste Pokémon von allen. Ja, stimmt aber, weil dann kommt hier einer. Und immer eine Höhle weiter. So ist es wohl. Oder muss man die auch ab und zu fotografieren? So, bist du zufrieden? Er ist zufrieden. Ist aber so schwer zu treffen. Eins, zwei... drei. Jetzt müsste sich ja eigentlich entwickeln. Ja.
Okay, top. Wirklich schwierig. Da musst du ja auch erstmal drauf kommen. Dann weiter zum Ei. Was ist denn das da hinten? Pikachu? Der war ja auch noch nie da. Was macht der da? Egal. Ach, und hier ist dieses Mewtwo-Ding, oder was? Das zählt schon? Ja, gut. Dann war das ja wirklich furchtbar easy. Rette alle Pummeluffs, um ca. 7000 zu bekommen. Das ist dann zu wild. Aha. Muss ich noch was machen oder passiert das nur alleine? Okay. Arktos. Ja, wunderschön. Wunderschön. Guck mal, was ich für dich habe, Arktos. Ja. Setz dich irgendwo hin. Weil das Foto war jetzt, glaube ich, nur okay. Kommt nichts mehr, ne? Na gut. Da muss man also auch extrem schnell sein, wenn er spawnt am besten. Aber in Ordnung. Wir haben es. Slimer auch. Und das Zeichen. Jeder wird von Zubat entführt. Oder von Smogon gejagt. Das Pikachu, das da stand, war das, das später von Zubat entführt wird. Achso, okay. Ja, die Slimer-Fotos sind alle Müll. Egal. Geht uns nicht darum, sondern um Slimog. Ja, ich nehme mal das. Da ist es seitlich und groß. Das hat in der Vergangenheit schon auch gepasst. Ach, und da sieht... Oh, auf den Bildern sieht man dann ein Mewtwo. Oha, okay. Arktos? Das ist schön. Ja, das nehme ich. Das ist schön geworden. Und groß. Das gefällt dir, ne? Eich. Ba, 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 ba. Slimer ist egal. Und das Slimer war eine gute Entscheidung. 3000. Dann Arktos. Oh. WTF? Das Foto hat er abgeschmettert. Ey, der Typ ist so ein Spast. Sorry, aber... Teufel. Wie viele Pokémon fehlen jetzt noch? 3. Gyarados, Relaxo und Mew. Okay, Mew wird bestimmt im letzten Level sein. Dann holen wir doch Relaxo jetzt nochmal schnell nach. Das wurde ja unterschlagen. Aber ist es dann wirklich schon 100%? Oder gibt es noch irgendein Secret Item für, keine Ahnung, 250.000 Punkte oder so? Top. Arktos war zu groß. Alaba! Der Typ kann sich auch nicht entscheiden, ey. Lächerlich. Das sieht voll verzerrt aus. Aber das nehme ich. Da ist er noch am besten komplett drauf. Hier, gönn dir. Nice, 3.500. Yo, hab Pokémon Snap nie gespielt, deswegen freue ich mich umso mehr auf den 30. April. Ist auf jeden Fall eine schöne Vorschau heute, ja? Ich bin auch nochmal einen Ticken mehr gehypt jetzt. Ja, und das Digtree, das hatten wir ja im Grunde schon. Nee, das sind schon ziemlich 100%, fehlen halt einige Posen, aber juckt nicht. Sehe ich auch so.
das war's schon. Achso, nee, warte, Garados. Wie war das jetzt noch gleich? Carpador treffen, dann wird Mankey ihn wegschmeißen. Es liegt dann bei den Georocks. Und ich muss es ins Wasser schleudern, ne? Hier fehlt noch das Digtree. Nee, nee, Digtree habe ich. Sogar drei auf einem Bild. Das ist eigentlich ein geiler Kurs, obwohl der übelst getriggert hat. Herrn, wo ist er jetzt? Hier ist kein Carpador, ich raste aus! Warum? Hä? Ach da! Der will mich doch verarschen! Mach nochmal eine Aquaknarre. Ja, ist zu spät, egal. Egal! Boah. Ich wollte schon explodieren, Junge. Wahrscheinlich bin ich zu schnell gefahren. Der war noch 5 Stunden in der Luft. Also, das Sign. Und wie war das mit der Aquaknarre? War das geil, das Bild? Ist jetzt schwer zu sagen, wann das gemacht. Ah, hier. Oh, wenn er das nicht fühlt, dann bitte geh sofort in Rente. Du hast nix verloren in deinem Job. Yes. Gut. 4K. Oh, wonderful. Und das letzte Secret. So. Was passiert jetzt? Und 180.000 Punkte. Geil. Welcome back. Willkommen zurück. Du hast alle Pokémon-Zeichen gefunden. Also, nachdem ich mir diese 6 Bilder angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass... dass bestimmte Konstellationen sind, die auf Pokémon Island zu sehen sind. Das ist der Schlüssel für das Geheimnis. Jetzt macht alles Sinn. Es ist im Himmel. Bei Regenbogenwolken? Fliegenden Regenbogenwolken? Ja, das muss das Secret sein. Irgendjemand in den Wolken muss diese Signs kreiert haben. Ich habe einen neuen Weg gefunden zu den Regenbogenklo. Ja, ist klar. Das könnte übelst wichtig sein für die Pokémon-Forschung. Viel Glück. Ja, halt's ob. Macht gar keinen Sinn, aber egal. Thomas, danke dir für die 48 Schweizer Franken. Gönn dir ein paar Lindt-Champagner-Kugeln. Gibt's das wirklich? Ich glaube bei uns nicht. Hab ihn nie gesehen im Laden, aber ich werd mal schauen. Lecker Schmecker, danke dir. So, und jetzt Finale, oder was? Yes. Mew, willkommen. Mit Konstellation war hier Sternbilder gemeint. Ah, okay, danke. Ja, jetzt macht's auch Sinn. Man sieht die im Hintergrund gerade alle. Muss man die fotografieren und dann taucht Mew auf, oder was? Ah, da ist es ja schon! Hä? Aber ich kann's nicht fotografieren, wieso? Warum? Flöte? Warum geht das nicht? Der verarscht mich. Ich muss es also doch treffen. Mit dem Gasball. Die Bilder haben, glaube ich, gar nichts zu bedeuten. Ja, wir müssen seine Barriere zerstören. Ja, geil. Wie so ein Bosskampf. Und dann können wir es fotografieren, denke ich. Mew. Das ist aber auch so süß. Ich liebe Mew, ne? Das ist so süß. Ich glaube, ich habe auch 3 Plüsches von dem. 2 auf jeden Fall. Hä? Was war das? War das eine Attacke? Nee, Mew würde niemals angreifen. Aber jetzt ist es golden. Mew, wo bist du? Mew. Ah, der verarscht mich so. Das gibt's nicht! Ich habe bestimmt ein unsichtbares Zeitlimit für das Level hier. Ey, ich treffe ihn nicht mehr. Das ist sauschwer. Immer so knapp!
Hat das gezählt? Ich glaube nicht. Aber das war ein Treffer. Komm schon. Als ob. Komm, süßes Mew. Das gibt's doch nicht! Mew hat mehrere Schilde. Ja, ist mir auch aufgefallen inzwischen. Ey, das ist doch nicht, ist nicht so glauben. Geradeaus gucken. Kommt er immer von alleine? Ich dachte, er würde dann nicht spawnen. Aber selbst wenn, ist es dann immer noch schwer. Ist immer noch schwer dann. Gibt's doch kein unsichtbares Zeitlimit hier? Wie konnte ich den denn jetzt verfehlen? Doch, die Musik wird schneller, oder bilde ich mir das ein? Der ist die ganze Zeit immer die Richtung geflogen. Ah, immer wenn er so auf mich zufliegt mit so einer Barriere, ist wohl eine Phase vorbei. Oh, es hat die Barriere verloren! Aber ich konnte es trotzdem kein Bild machen. Jedenfalls keins, was irgendwie Wert hat. Okay. Also wir haben ein Foto von hinten. Ja, toll. Scheiße, das ist das Ende! Wie krieg ich denn ein Bild? Und wie kriege ich ein Bild von vorne? Weil das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Schnell treffen, wenn er außerhalb ist. Aber er guckt ja die ganze Zeit nur in die andere Richtung. Naja, 4100 ist ein Anfang, aber wenn ich so höre, wie viele Punkte man von dahin bekommen kann, würde ich es gerne nochmal probieren. Geht das? Willkommen zurück. Du hast den Pokémon Report completed. Du bist ein genialer Fotografierer. Glückwunsch. Ich habe dir nichts mehr beizubringen. Hör auf deine Instinkte und drück ab, wenn du denkst, es wird heftig. Ja, es war erst... Ach, keine Ahnung. Es war geil, hier zu forschen. Und ich danke dir für die Hilfe. Bis später. Ich will aber nochmal... Muss es mit dem Rauchball treffen. Ja, super schwer. Aber das war mein erstes Mal Pokémon Snap. Oje, oje. Das war schon wild. Aber wir haben uns echt gut reingefunden. Und auch danke für eure Hilfe. So ging alles ein bisschen schneller. Haben wir jetzt wirklich alle Pokémon fotografiert oder fehlt eins? Weil es wäre natürlich jetzt schon ein schönes... Eine schöne Kirsche obendrauf, obwohl das nicht geplant gewesen war, alle Pokémon zu fotografieren. Ah, nice, dass hier offensichtlich nochmal unsere besten Bilder gezeigt werden. Oder auch alle von den Pokémon, die wir haben, ich weiß es nicht. Doch, ich schätze, jedes einzelne Pokémon wird hier nochmal eingeblendet. 100%, OMG! Ja, kind of. Hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Nicht einfach, weil du musst halt auch wirklich einige Secrets kennen und ausprobieren und Glück haben. Aber das macht es tatsächlich aus, sich da reinzufuchsen und rauszufinden, welche Pokémon leben denn noch in dem Kurs und wie kann ich sie triggern. Ja, du hast alle. Geil.
Also das Spiel ist schon besonders. Kann man echt so sagen. Man denkt im ersten Moment, ja toll, du fährst halt durch die Gegend und fotografierst Pokémon. Das soll also geil sein. Aber jetzt habe ich es teilweise verstanden. Ich würde es jetzt trotzdem nicht in den Himmel loben. Aber es ist super kreativ. Und auch abwechslungsreich, was man, glaube ich, im ersten Moment nicht denkt. Aber ist es tatsächlich, aufgrund der vielen Secrets und Kombis. Und du kannst da echt süchtig nach werden. OMG. Punkt 0 Uhr fertig geworden. Super. Die Switch-Version wird über 200 Pokémon haben. Boah, mehr als das Dreifache. Die heftigsten Pokémon sind Pikachu mit 8000, Pummeluff 9000 und Mew 10.000. Tschüss. Bin mal gespannt, was die ganzen Leute in den Kommentaren dann noch dazu meinen. Gerade diejenigen, die wie ich das jetzt hier zum allerersten Mal gesehen haben. Was so eure Meinung ist. Hype berechtigt oder komplett überzogen? Und Bock auf den Switch-Teil oder nicht so? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch ein heftigeres Mew-Pick zu schießen. Als kleinen Bonus obendrauf. Weil ihr auch so lange dran geblieben seid. Und ich glaube, der Stream war ziemlich erfolgreich, was ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte. Oh, ich sehe gerade, es gibt Challenge-Score. Das sind dann wahrscheinlich Entwickler-Scores, oder? Bruder, nein. Das ist too much. Nein, das machen wir nicht. WTF. Oh, das ist perfekt! Das ist perfekt! 10.000 Punkte kommen! Gönn! Oh! Einfach zweimal hintereinander! Zweimal hintereinander! Beim ersten Mal konnte ich meinen Augen gar nicht glauben, aber das zweite Mal war ja noch viel heftiger. Das muss es sein. Mach jetzt trotzdem noch weiter, bis vorne Schluss ist. Ja, komm, komm, gönn! Nein! Oh, so ultra knapp! Egal, das muss es sein! Vielleicht nicht die 10k, aber 8! Wir waren so nah dran, es hat sich gefreut und ich hatte es mehrfach im Red Dot. Das war zu heftig! Aber welches... Oh, shit, welches Bild war das, Alter? Das Problem ist halt, dass die alle so fucking unscharf sind. Was ist das für ein Müll? Da kannst du doch gar nicht urteilen an deinen Bildern, Alter. Was ist das? Aber das hier, oder? Da ist es am mittigsten eigentlich. Ich würde das nehmen. Oder dieses. Ach, dieses hier, komm. Komm, gönn. 9k oder so. Yes. Aber der alte Knacker hat halt keinen Plan von dem, was er hier macht. Wow. Rare Pokémon Mew, ja. Size. 10 mehr? Pose. Perfekt. Hört sich gut an. Ah, okay, es sind schon über 8k, wenn er jetzt verdoppelt und das muss er. Technik. Mittel. Well done. 8,5. Ey, top. Kann ich mit leben, freue ich mich, super, wunderschön. Never 10k. Ja, aber was muss man denn bitte für 10k machen? Ach, wurscht. 8,5 sind nice. Welcome back. So.
Jetzt haben wir aber wirklich hier absolut reingesuchtet. Lukas Seiter, nochmal danke für 4 Münzen. Und auch für die ganzen GGs im Chat. 9k ist zu weit weg. Ja, aber das ist ja heftig. Dann muss man ihn noch ein paar Mal penetrieren mit den Bällen vielleicht, wenn er sich so dreht. Aber hey, ich war geschockt. Ich musste handeln. Ich musste Fotos machen. Bin damit völlig zufrieden. Das, meine Friends, war Pokémon Snap auf Wii U. Emuliertes N64-Spiel. Danke fürs Anschauen und war sehr, sehr geil, der Stream. Danke euch. Gute Nacht. Bin jetzt ein bisschen müde, schon länger, ehrlich gesagt. Aber durchgezogen, komplett, sogar mit allen Pokémon. Bye, bye.